Herzlich willkommen zu Karneval in Köln 2023. Freuen Sie sich auf Martin Schotz. Beim Cyberkrieg haben wir mit deutscher Spezialtaktik aufgedreht. Wir verschicken so lange Faxe, bis dem Gegner das Papier ausgeht. Guido Kanz. Es ist irgendwie alles anders. Wir haben letztes Jahr eine Fußball-Weltmeisterschaft erlebt im Advent. Das war, glaube ich, der erste Autokorso, der von einem Streuwagen angeführt wurde. Bernd Stelter. Ich bin ein Funk und die Marie, die heißt Konstanze. Ja, die Kartoffelkarte tanze. Lalalalala, Konstanze. Lalalalala. Auf den Sitzungspräsidenten. Ja, ich mach mal ein Beispiel. Guck mal, ich setze auf der Vorstandssitz und habe eine Suppe mit Sternchennudeln, die jetzt. Frag mich der Hermann, oh, sind das Sternchennudeln? Ich sage, nee, meine Buchstabensuppe ist passwortgeschützt. Unter dem Motto, auf kreuz oder quer, feiern Sie mit uns 200 Jahre Kölner Karneval. Es war die jone Idee vom neuen Fashion-Komitee. Um niemand in der Hitze, wir haben Lachen und Dinge, Deckel, welche Day von Hetze, Jungs und Sprenge. Es geht um den Niemand, immer langsam wie man, die ganze Zeit, der Jäger gegen den Trick. Der Funke, du mit Arten, du eine Stadt präsentieren, um Kölscher hat der Kommandeur und State kommandieren. Es geht um den Niemand, immer langsam wie man, die ganze Zeit, der Jäger gegen den Trick. Saat, wo geht der Itze Rosenmorn noch so? Alles fressen, die schönen Dick und wir sind mittendrin. Schon seit 200 Jahren hier hängen bei uns fast verloren. Wenn es so möchte, ja, dann schon mal hier als Unterbar. Ihr Föder, der Morgen, Wunschen, Blick, alles hier fast verloren. Dreimal Kölle, Alarm und ist wieder so dick fast verloren. Wem das nicht passt, dem Schlummer auf die Platz. Schenk mir heute Nacht der ganze Herz und bleib bei mir. Dann schenk mir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt.
Herzlich willkommen zur Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Ja, in diesem Jahr feiern wir Jubiläum und daher lautet das Motto 200 Jahre Kölner Karneval auf Krütz oder quer. Und das ist ein historischer Bezug zum Lied von Emil Jülich aus dem Jahre 1905. Oder quer, auf mich oder her, mal los mit vom Kastelleer. Auf Krütz oder quer, auf mich oder her, mal los mit vom Kastelleer. Ja, das Motto bringt also zum Ausdruck, dass man auch in Zeiten wie diesen, wo es Höhen und Tiefen gibt, der Karneval einem Kraft gibt. Daher dürfen wir nicht nur Karneval feiern, sondern wir müssen Karneval feiern. Hier stehen die Hillje, Knechte und Mechte, die vor 200 Jahren im Jahre 1823 gemeinsam mit den Roten Funken zum ersten Kölner Rosenmontagszug berufen wurde. Und damals ging der Rosenmontagszug nur einmal um der Nümer darum. Ja, das sind die Hillje, Knechte und Mechte. Herzlichen Dank. Matet Jod, Matet der Hotkut. Ja, liebe Freunde, ich darf jetzt jemanden ankündigen, der auf dem Olymp der Bühnen der Stadt Köln mittlerweile angekommen ist. Freuen wir uns auf Martin Schops. Schöne Fasseloren zusammen. Wie ist es? Das ist die Hauptsache. Ich habe im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Spaß an dieser Session. Bin schon einige Male auf der Bühne gewesen, habe so viele Bühnenerlebnisse positiv in Erinnerung, habe in so viele fröhliche Gesichter gucken dürfen. Und da merkt man einfach, dass uns dieses Fest gefehlt hat. Und jetzt, wo es wieder gefeiert wird, merkt man erstmal, wie sehr einem das Ganze gefehlt hat, oder? Das ist... So viel Fröhlichkeit in der Stadt und ich habe aber im Moment auch das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der es keine Kritik gibt, die nicht in irgendeiner Form geäußert wird. Ja? Als würde einem das nicht gegönnt werden, kein Haar, was nicht in einer Suppe gefunden werden kann und wenn es da kein Haar gibt, was man finden kann, dann kommt ein Depp und schmeißt eins rein, nur um es irgendwie lautstark kritisieren, präsentieren zu können. Das geht mir im Moment in dieser Zeit ein bisschen auf den Nerv und ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund. Weil genau in diese fröhliche Stimmung, die gerade bei uns hier im Rheinland herrscht, habe ich eine E-Mail bekommen, eine kritische E-Mail von einem Journalisten aus Süddeutschland, der mich gefragt hat, bei all den Dingen, die aktuell in der Welt passieren, ob ich das richtig finde, dass wir im Rheinland Karneval feiern würden. Da habe ich im ersten Moment gedacht, hätte es denn niemals, was stellt der mir für komische Fragen? Aber dann habe ich da mal drüber nachgedacht. Dann ist mir es auch eingefallen, wo diese Frage herkommt. Einige werden sich vermutlich daran erinnern, 1991. Das war die Zeit des Golfkrieges. Und da wurde aufgrund dieses Ereignisses bei uns fast der komplette Sitzungskarneval abgesagt. Da haben ungefähr nur so 40, 50 Veranstaltungen stattfinden dürfen. Und ich weiß noch, da war ich Jugendlicher. Da wurden meinem Vater, eurem Rumpelstilzchen, der sich in dieser Session auch bei dieser Veranstaltung sehr gerne noch von euch, von seinem Publikum hätte verabschieden wollen, das aber leider aus euch vermutlich auch bekannten Gründen nicht mehr tun kann. Dem wurden ähnlich kritische Fragen gestellt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er damals gegen die Kritik auf die Bühne gegangen ist, habe in meinem Gedächtnis gekramt und er ist mir auch wieder eingefallen, mit welchen seiner typischen Reime auf die heutige Zeit angepasst er damals sein Statement abgegeben hat. Nämlich mit Zig Monde machen wir uns Sorge, wie jedet Wigger und was ist mit Morje. Ist es richtig, dass es Trömmelsche jäht, wenn es Leid in der Welt immer größer weht? Auf Jahrskrise, auf Krieg, auf Infektionen, neue Mutante, Preisexplosionen.
Jeden Tag in der Woche in unserem Level sind wir mit negativen Nachrichten umjeffe. Und dann lügt die Sache, man dürfe deshalb nicht mehr fast laufen. Viere möchte ich, wie gesagt, einmal ganz kurz meinen Vater zitiere, der damals gesagt hat, jede Woche im Jahr hat 168 Stunden. Und wenn man davon nur 5 Stunden in Sorge frei lache, ist das nicht verwerflich, sondern gesund. Und deshalb... Ich finde das absolut richtig, dass wir es wieder feiern. Und jetzt, wo wir das endlich wieder können, wollen, dürfen und tun, müssen wir erstmal in die Thematik wieder reinkommen. Also ihr jetzt nicht, das habe ich ja gerade schon gesehen, alles fast der Lorvens-Profis hier. Aber so der ein oder andere Jugendliche, habe ich gedacht, in der 11.11. hat noch ein ganz klein bisschen Nachholbedarf, wie dieses Fest funktionieren könnte. Die Armen, die machen ja, wenn die rausgehen, direkt eine Druckbetankung, die Armen, als müssten die 2,5 Jahre am Glas nachholen. Und das ist bei meinen Schülern kein bisschen anders. Wir waren letztes Jahr auf Klassenfahrt, habe ich eine wunderbare Einladung ausgesprochen bekommen am ersten Abend. Herr Schops, Alter, kommst du mit? Wir gehen heute Abend alle zusammen so Koma saufen. Ja, wie kann man dazu Nein sagen? Ne? Da habe ich gedacht, warum muss das denn immer so dermaßen exzessiv sein? Aber dann habe ich mir mal wirklich so ganz in Ruhe angeguckt, was sie da trinken und gedacht, kommen Sie mal ehrlich, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht unter uns, was die Koma saufen nennen. Das ist bei vielen von uns hier im Homeoffice Mittagspause. Also... So schlimm war es auch wieder nicht. Es hat mir schon fast ein bisschen leid für die getan, wie schnell die betrunken waren. Ein Mancherie-Filmriss, ne, da. Waren die 3 Tage später halbnackt mit Tattoo im Gesicht neben dem Tiger auf. Ist allerdings auch erst ein 6. Schuljahr, muss ich dazu sagen. Und du kannst es ja auch nicht mehr überspitzen, was du von den Schülerinnen und Schülern für Antworten bekommst. Ich würde euch gerne Witze erzählen, ich kann es nicht, denn ich kann die Realität nicht mehr überzeichnen. Politik, was haltet ihr von Nord Stream 2? Keine Ahnung, Digga, hab ja nicht meinen ersten Teil gesehen. Gesellschaftslehre, was ist die Hauptaufgabe von deutschen Bauern? Weiß ich, die arbeiten beim Fernsehen und suchen Frauen. Ja. Ich habe Schüler, die sind der Meinung, die Amazonen wären weibliche Paketboten von DHL. Das ist schwierig zu überzeichnen, aber ich möchte jetzt auch gar nicht über die Jugendlichen herziehen, die können am Ende ja auch nichts dafür. Ich will offen sein. Es gibt eine Spezies, die ist noch viel, viel schlimmer als schon mal ein schwieriger Schüler. Das sind die bekloppten Eltern von diesen schwierigen Schülern. Und davon gibt es auch einige. Und das fängt schon relativ früh an, dass sie den Steine in den Weg legen, und zwar mit der Namensgebung. Da gibt es ja wirklich Eltern, die geben ihren Kindern Namen, die können die armen Pens selber nicht aussprechen. Kollegin von mir arbeitet an einer Grundschule, die hat mir mal erzählt, die machen am Anfang, wenn das neue Schuljahr anfängt, immer so eine Vorstellungsrunde. Da stand so ein kleines I-Dörtchen vor ihr und hat gesagt, hallo, ich bin der Brutzeli. Hat die da, wie jetzt, die Bratwurst von Wiesenhof? Nicht Brutzeler, Brutzeli. Hat in der Klassenliste nachgeguckt, den gab es wirklich. Und der hieß nicht Brutzeli, der hieß Bruce Lee. Und ich glaube, wir tun denen damit keinen Gefallen. Die internationalen Topstars, die sind an der Stelle ja noch bekloppter. Die benennen ihre Kinder nach dem Geburtsort des Kindes, Zeugungsort des Vaters, Lieblingsfrucht der Mutter oder sonst irgendwie sowas. Und Ed Sheeran hat das Ganze für mich auf die Spitze getrieben. Der hat seine Tochter Lyra Antarctica Seaborn genannt. Also Lyra, die Lyrische, weil er das Lyrische liebt. Antarctica, weil sie in Antarktis gezeugt wurde. Und Seaborn, weil es eine Wassergeburt war. Und als ich das gelesen habe, habe ich halt ein Glück, dass mein Kumpel Mattes das nicht gemacht hat. Sonst hieß der Kleine von dem heute Saufen Nippes Zangengeburt. Also. Mich selber. Ich habe auch 2 Kinder, die haben jetzt nicht ganz so schwierige Namen. Und wenn wir die Oma zusammen knapp 3 Jahre zurückdrehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so die Anfangszeit in der Pandemie mit denen, so dieses enge Zusammenleben mit der ganzen Familie im ersten Lockdown, das habe ich sehr genossen, so die ersten 2 Stunden. Na, dann wurde das doch sehr anstrengend für alle Beteiligten, wobei meine Tochter, die ist jetzt 16, voll in der Pubertät, die habe ich selten zu Gesicht bekommen, denn als ich jetzt öfter zu Hause gewesen bin, habe ich festgestellt, ein Pubertier geht nicht mehr aus dem eigenen Zimmer, es sei denn, es hat Hunger. War mal jemand im Zimmer von so einem Jugendlichen? Geht da nicht rein.
Ich glaube, das ist der eigentliche Grund für die Erfindung der FFP2-Maske. Das ist, da kriegen Hausstaubmilben Asthma. Ich finde, so ein Besuch im Zimmer von so einem Jugendlichen kann man auch ein bisschen vergleichen mit einem Besuch bei IKEA. Ne? Willst du auch eigentlich noch mal ganz kurz reingehen und gucken, kommst du trotzdem wieder mit 4 Tellern, 6 Schüsseln, 8 Handtüchern und noch ein bisschen Kleinkram. Das ist Wahnsinn. Und du kannst ja auch in so ein Zimmer von einem Jugendlichen reingehen. Der Mensch, der darin wohnt, der kriegt das nicht mit, egal wie klein dieses Zimmer ist. Weil die in dem Alter damit beschäftigt sind, auf Bildschirme gucken zu müssen. Das macht mich wahnsinnig, hat aber auch wieder Vorteile. Wenn man mal an so eine Urlaubsfahrt mit dem Auto früher zurückdenkt, was sind einem die Kinder teilweise auf den Nerv gegangen? Ne? So, wann sind wir da? Mir ist langweilig, ich muss mal was, noch nicht mein frechen Nord. Heute drückst du denen entspannt ein iPad in die Hand, hast Ruhe, kannst du fahren, kriegst du von der Rückbank nichts mehr mit. Aber die kriegen dann auch nichts mehr mit, ist mir aufgefallen. Wir sind letzten Sommer zusammen mit den Kindern nach Südtirol gefahren, Italien. Kinder sich in Köln ins Auto gesetzt, iPad geschnappt, Kopfhörer auf, sind wir losgefahren. Von dem Moment an waren die aus. Komplett aus, die haben nichts mehr mitgekriegt. Wir mussten die irgendwann so aus dem Auto rauszerren. Und dann kriegst du so eine Frage gestellt wie, hä, krass, sind wir schon in Italien? Da sagst du, was? Nee, Kind, da waren wir jetzt 2 Wochen, der Urlaub ist vorbei, wir sind wieder zu Hause. Also. Die kriegen echt nichts mehr mit. Und man sagt ja auch immer, und das stimmt auch, an den Pens sieht man, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, als meine Tochter klein war, so 3, 4 Jahre, da habe ich die mal noch ins Bett gebracht und so Geschichten erzählt, bis sie eingeschlafen ist. Wenn das mal nicht funktioniert hat, habe ich mir die Gitarre geschnappt, mich zu ihr ans Bett gestellt, Schlaflieder gesungen, bis sie eingeschlafen ist. Ich meine, ich gebe es zu, ich mache das ab und an immer noch, aber ja, irgendwie nicht mehr dasselbe jetzt, wo ihr Freund immer daneben liegt. Der Lappen da, der ist auch 16. Am Anfang war ich überhaupt nicht einverstanden. Mittlerweile denke ich, können wir fast froh sein, dass wir noch einen in ihrem Alter gefunden haben. Denn der Trend bei jungen Männern ist mir aufgefallen, geht nach dem Vorbild von Tom Kaulitz zu älteren Frauen. Das ist bei meinen Schülern auch ein großes Thema. Ich habe mal ein Gespräch am Schulhof mitbekommen, standen Marcel und Nico zusammen, beide 18 Jahre, Originalgespräch. Hey Marcel, Alter, ich habe jetzt so eine neue Freundin, so, die ist schon 48 Jahre alt, jetzt bist du dran. Tschüss, Respekt. 48 Jahre, Digga, das ist voll alt, Alter, überleg mal, wie alt das ist, 48 Jahre. Das könnte ja deine Mutter sein. Originalantwort vom Nico, ich weiß, ist aber deine. Ja, willkommen in meinem Leben. Ne? Und da merke ich natürlich auch, wenn ich mit der nächsten Generation rede, auch wenn ich über die rede, dass ich älter geworden bin, ja? Dass da mittlerweile mindestens eine komplette Generation zwischen ist. Und das ist mir auch bei uns im Freundeskreis aufgefallen, dass wir alle älter geworden sind. Ein Freund von mir hat sich jetzt zuletzt ein neues Auto gekauft mit einem Seniorennavi drin. Meinte, das wäre total super, das würde er mir auf jeden Fall auch empfehlen. Ich weiß nicht, kennt ihr das, Seniorennavi? Meinte, das wäre total super, das sagt dir nicht nur den Weg zum Ziel, sondern auch, wenn du angekommen bist, was du da wolltest. Da gehen die ersten Bestellungen los hier, ne? Da hab ich gedacht, das ist eine pfiffige Idee, das könnte ich auch gebrauchen. Denn ich bin mittlerweile tatsächlich in diesem Alter angekommen, wo ich mich voller Demut freue, wenn ich in den Keller gehe und noch weiß, was ich da gewollt habe. Und wenn ich das mal wieder vergessen habe, dann bringe ich mal einfach eine Flasche Bier mit hoch, damit das oben keinem auffällt. Ne? Das wiederum irritiert dann allerdings den Rest der Familie am Frühstückstisch. Und wenn... Und wenn du dieses Alter als Mann erreicht hast, da weißt du Mist. Jetzt wird es Zeit, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und das machen wir Männer ja nicht gerne. Wir gehen nicht gerne zu Ärzten, das ist uns irgendwie so unangenehm. Und ausgerechnet in dieser Phase meines Lebens hat auch noch mein alter Hausarzt seine Praxis aufgegeben, hat eine Ärztin übernommen. Ja, eine Frau Dr. Bachmann. Und als ich so im Wartezimmer gesessen habe, habe ich gedacht, der Name, der kommt mir so bekannt vor. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Ich habe 1994 zusammen mit einer Melanie Bachmann auf dem Genovefa-Gymnasium in Köln-Mühlheim Abitur gemacht. Und die war so ein richtiger Schuss, so lange dunkle Haare, smaragdgrüne Augen, schöner dunkler Teint, Modelfigur. Hab ich ja, boah, jetzt stell dir mal vor, das wird deine neue Hausärztin. Da wurde ich aufgerufen, bin ins Praxiszimmer gegangen, hab gedacht, boah, das ist sie nicht. Auf gar keinen Fall.
Wie soll ich sie beschreiben, ohne mich unbeliebt zu machen? Es stand vor mir eine ältere Dame, kurze graue Haare, blass. Ich sag mal, die ein oder andere Falte im Gesicht war jetzt nicht unattraktiv, aber sag mal, doch viel zu alt für die Melanie. Aber ich habe gedacht, mein Gott, wir werden alle älter. Vielleicht ist es trotzdem, vielleicht hat sie jetzt auch einfach nicht so viel Glück gehabt wie ich. Ne? Ich sag, was denn? Ich sage, darf ich meine persönliche Frage stellen? Klar, schießen Sie los. Auf welcher Schule sind Sie damals gewesen? Genovefa-Gymnasium Köln-Mülheim. Ich sage, ach, wann haben Sie Abi gemacht? 1994. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Melanie Bachmann, na klar. Warst ja damals bei mir in der Klasse, erkennen Sie mich nicht mehr? Guckt sie mich an und sagt, nee, tut mir leid, Ihr Gesicht sagt mir jetzt nichts, aber welche Fächer haben Sie denn damals unterrichtet? Ja, verdammt lange her. Ich mache mir jetzt schon einige Jahre sehr viele Gedanken darum, nicht nur, wie sich die Welt verändert hat, sondern ich frage mich auch immer wieder bei all diesen Veränderungen, wie geht's weiter? Wie sieht es bei uns wohl aus im Jahr 2040? Und meine Gedanken dazu habe ich ja fast schon traditionell in einem Zukunftskrätzchen zusammengefasst. 2040, Coronavirus endlich fort. Dennoch traurig, 80% der Ehen kaputt. Durch das plötzliche Ende der Maskenpflicht sahen viele zum ersten Mal dem Partner sein Gesicht. Manche Männer guckten jahrelang so ungenau, merkten jetzt erst, das ist ja nicht meine Frau. Glaubte man das am Scheidungsgericht? Leider nicht. Clemens Tönnies wurde zum neuen FIFA-Boss gekürt. Wusste von Berufswehen, wie man einen Laden voller Schweine führt. Für euch habe ich auch einen. Kardinal Wölki hat sich in Karnevalsorchester gefuscht. Direkt wieder russische Flore zu oft vertuscht. Karl Lauterbach hat Umschulung vom Virologen zum Urologen gepackt. Jetzt geht er den Menschen auch körperlich auf den Sack. War seine Zielgruppe diesmal ganz dicht? Während der Gaskrise feiern wir Weihnachten bettelarm. Es geht russisch Raclette, nur jedes sechste Fännchen wird noch warm. In Berlin wird von Idee zur Energieeinsparung geschwärmt. Kompletter Bundestag wird mit heißer Luft von Christian Lindner erwärmt. In Köln setzt KVB auf Solarenergie. Busse fahren prima, nur die U-Bahn kühlt nie. Bedachte man das nötige Sonnenlicht? Leider nicht. Bei der Bundeswehr immer noch Mangel an Personal und einsatzfähigem Kampfmaterial. Vorschlag der Lehrergewerkschaft, tut euch Schüler aus sozialen Brennpunkten beschaffen. Die haben Kampferfahrung und funktionierende Waffen. Beim Cyberkrieg haben wir mit deutscher Spezialtaktik aufgedreht. Wir verschicken so lange Faxe, bis dem Gegner das Papier ausgeht. Hat unser Geheimdienst Putins Nummer rausgekriegt? Die grüne Regierung hat uns sensibilisiert und geweckt. Jetzt sind wir politisch und sprachlich überkorrekt. Es heißt nicht mehr nur Bio-Freiland-Ei, sondern das Ei war von der Henne gewünscht und der Hahn bei der Geburt mit dabei. Ist mir eigentlich selbst so doof.
Korrektheit auch bei Ferrero-Küsschen. Kommen jetzt genderneutral Jans ohne Nüsschen. Krieg immer noch ein Prometat unter dich. Habe ich noch eine aktuelle Nachricht aus der Politik für euch. Die Landesregierung ließ uns wissen, hinter Lützerath wird nicht weiter abgerissen. RWE gelang der große Wurf, Braunkohlefund unter Düsseldorf. Ja. Schön, diese Eiligkeit. Für die Zwangsräumung suchte man Freiwillige aus der Region. Aus Kölle kommt spontan eine ganze Million. Hatte der Plan Erfolgaussicht? Ich komme noch zum Sport. 2040 Pokalfinale in Berlin. Bayer Leverkusen, egal gegen wen. Ob Sandhausen, Meppen oder Fürth. Ihr wisst alle schon, wer Zweiter wird. Sämtliche Bayer-Fans aus dem rheinischen Kreis kamen verteilt auf zwei Smarts an ihr Reis. Haben sie die wenigstens voll gekriegt? Nein, ich glaube auch eher nicht. So. Tatsächlich ein Leverkusener hier vorne. Und wo ist der andere? Da ist der andere, schön. Ich weiß, mit welchem Auto ihr seid, ja. Zum Abschluss habe ich noch eine traurige Nachricht für alle Herren im Saal. Wir haben in Zukunft leider nicht mehr allzu viel zu kamellen. Im Weltall haben mittlerweile die Frauen nicht sagen. Erster Blötsch am großen Wagen. Doch was Altastrologe noch mehr schockiert, der kleine Bär ist wegrasiert. Ups. Wird noch schlimmer. Auch um die Verweiblichung der Sprache gab es ein Riesengetöse. Aber da ist mir kein Reim eingefallen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes singen. Ich bin in der Zeile verrutscht, ich setz nochmal an. Faste Loven gehört jetzt zu den International Show Events. Deshalb heißt Stippe Fütsche jetzt Cologne Backside Rubble Dance. Denn Nubbel heißt jetzt Hanging Doll aus Burning Heu. Und eine Jungfrau, Never Touched Transgender Boy. Eine Damensitzung am Land mit nur einem Clou. Hey's Ladies Night with Aftershow. Nur zwei wird überstanden, der ganze Klav. Köln. Lieber Martin, vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Nimm du den Orden des Festkomitees entgegen. Dreimal von Hetze Kölle. Martin Schops. ARD. Herzlichen Dank, Martin. Ja, liebe Freunde, jetzt fange ich mal an zu rappen. K-A-S-A-Doppel-L-A. Fünf Bekloppte aus dem Stadt mit K. Hier küt Kasala. Ihr Lieben, wir haben euch ja ein neues Lied mitgebracht. Und da geht es im Prinzip darum, dass es ein bisschen wie nach Hause kommen ist, dass wir endlich wieder alle miteinander singen können. Da wäre es ein bisschen merkwürdig, würden wir das auf der Bühne tun. Deshalb würden wir das gerne mit euch da unten gemeinsam machen, wenn ihr noch ein Plätzchen für uns frei hättet. Natürlich nur, wir haben natürlich keine Karte im eigentlichen Sinne,
gekauft für diese Veranstaltung. Ich müsste mir ganz kurz diesen Stuhl ausleihen, aber ich bin in 4 Minuten auch schon wieder weg, versprochen. Wunderschönen guten Abend auch nach da hinten. Schön, euch zu sehen. Und wir würden gerne was singen über was, was weniger ein Ort ist, sondern vielmehr ein Gefühl. Sing mich nach Hause. Manchmal hab ich Heimweh, dabei bin ich nicht fort. Und die Welt ist mir fern, mein Kompass kaputt. Da prob ich etwas, sich anfühlt, wie als Kind bei der Mann. Mach das Licht noch nicht aus, damit ich schlafen kann. Und dann hilft mir mein Knurrle, dat Gefühl, dat mich einer versteht. Und wenn ich die Tür, dann weiß ich, dat er irgendwie komm und sing mich raus, mal der Welt. Sing mich nach Haus, komm und sing mich nach Haus. Sag mir, dass es all gut wird am Schluss. Blend die Welt für einen Augenblick aus. Sing mich nach Haus, sing mich nach Haus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, los, mal springen! Immer ja los, sie ist kein Model, aber Südjurus. Hey Mann, wir sind schwer in Love. Ding Kapell, Ding Fluss, Ding Schwab. Karneval, et ganze Jahr. Und fragt mich einer, wo bist du dann her? Dann sag ich, ich komm aus dem Dorf und der Dome. Wie schwarz dann du, ja, wo bist du dann her? Ich komm nicht aus Amerika, ich komm aus der Stadt mit K. Du musst der Stadt mit K. Schadadadada, schadadadada, schadadadada. Aus der Stadt mit K. Schadadadada, schadadadada, schadadadada. Aus der Stadt mit K. Schadadadada, schadadadada. 1, 2, 3 und springe. Mit K. Schalalala, schalalala,
erst mal ausrufen. Auf Casalla, dreimal von Hetze, Kölle. Casalla. ARD. Dankeschön, Martin Jod. Kölner Karneval oder Karneval allgemein ist meistens so ein bisschen männerdominiert. Insofern sind wir froh, euch jetzt eine Rednerin präsentieren zu können. Und hier heute auf der Bühne Agnes Kasulke. Ja, hallöchen zusammen. Ach Leute, ist das schön. Endlich dürfen wir wieder zusammen feiern, oder? Was tut unseren Seelchen das gut? Und dann, Herma, hatte ich jetzt tatsächlich 2 Jahre Zeit, um für euch noch schöner zu werden. Ne? Ja. Ja, ich hatte aber auch 2 Jahre Zeit, um für euch noch mehr Glitzer auf die Kittelschürze zu nähen. Deswegen bin ich heute extra nur für euch von Kopf bis Fuß auf Glitzer eingestellt. Ja, das ist meine Welt. So, jetzt habe ich schon die erste Gänsehaut. Hör mal, und wir können doch ja nicht genug Glitzer haben, oder? Mittlerweile ist es ja so, ein Fest jagt das nächste. Gott sei Dank wieder. Angefangen hat der bunte Reigen mit den 3 Tagen Fußball-WM. Ja, mehr war es ja nicht, ne? Dann kam ein bisschen Weihnachten, direkt gefolgt von der Dart-WM. Hör mal, und dann endlich unser geliebter Karneval. Und der ist in diesem Jahr ganz besonders, weil 200 Jahre Kölner Karneval. Da haben wir doch mal allen gezeigt, dass wir können. Ich habe eben unten noch 2 Gründungsmitglieder gefunden. Ne? Ja. Nee, und dann kam Weihnachten ein bisschen, Leute, und dann kam die Dart-WM. Da muss ich ja sagen, großer Sport. Ne? Ganz großer Sport. Also was diese Sportart alleine an körperlichen Voraussetzungen von den Athleten fragt, ne? Ist unglaublich. Als erstes brauchen die mal einen gepflegten Bierbauch, ne, zum Ablegen von mindestens 3 Pfeilen. Ne? Dann einen ausgeprägten Wurfarm. Ich meine, den hat sich der Mann im Allgemeinen im jahrelangen Training beim einarmigen Reißen angewöhnt. Ne? Ja, ich weiß ja, wovon ich spreche, Leute. Meine Erwin ist mit seinen Kumpels auch in einem Dartclub. Die Jungs nennen sich Spitz und Pfeilschnell. Das ist im Prinzip genau wie zu Hause. Wenn sie spitz sind, geht es meistens auch pfeilschnell. Nee, weißt du? Und jetzt denkt ihr auch, was erzählt die denn da von wegen Bierbauch, 3 Pfeile ablegen und selbst hat die eine Hintern, wo eine ganze Dartscheibe drauf passt. Leute, das habt ihr richtig gesehen. Ich habe zugelegt. Ja, ja. Kam hier eben rein, weißt du? Unten an der Treppe, der stetig mit der Liste zum Abhaken. Der Typ guckt mich von oben bis unten an. Da seht ihr Vorname. Ich sag Agnes. Zuname. Hör mal, ich sag, gut, ich sag, es wird 1 Kilo pro Monat gewesen sein. Ne? Nein, ungelogen, Leute. Ich habe letztens noch mal versucht, in meine Vor-Pandemie-Leggings reinzukommen. Ich sage es mal so, wenn ich die anhabe, dann brauche ich keine Kompressionsstrümpfe mehr. Ne? Aber wir hatten ja auch nichts, wo wir uns mal vergleichen konnten. Mensch, uns ist das ganze Brauchtum doch flöten gegangen. Kein Sommerbrauchtum, kein Winterbrauchtum. Wisst ihr, wie froh ich war, dass ich im Sommer auf das erste Schützenfest wieder gehen konnte? Hör mal, herrlich, und dann kommt so ein Tambourchor einmarschiert, dann ziehen die ein, herrlich, und dann ist immer dieser eine bei so einem Tambourchor, der eine, der so ein bisschen mehr ist als die anderen.
Ist meistens der mit die dicke Trumm, ne? Herrlich. Ja, aber auch dieser eine hat dann die weiße Uniformhose an. Wie sag ich, das geht's vorsichtig. Guido Maria Kretschmer würde sagen, die Hose tut nichts für dich, ne? Hör mal. Da muss ich sagen, und dann lobe ich mir unser geliebtes Winterbrauchtum, wenn dann, wie gerade, hier im Kölner Karneval so ein stolzes Tanzchor einmarschiert, ne? Mit diesen straffen Oberschenkeln, in diesen engen weißen Hosen. Da siehst du auch, wenn Sympathie im Spiel ist, ne? Ja. Es ist ja, wie gesagt, es ist nicht leicht, ne? Es ist nicht einfach. Ich habe das zu Hause selber erlebt mit meiner Erwin, ne? Der hat sich sowas von gehen lassen, muss ich sagen. Der hat das Maß mit der Alkohol so verloren. Ich sage, es kann jetzt nicht wahr sein, dass du schon wieder besoffen bist. Da seht ihr halt im Munde des Strafe genug, dass ich dich doppelt sehe. Am nächsten Tag ist Monsieur aber schon wieder angeschickert. Kommt in die Küche, sagt er, Agnes, was hältst du davon, wenn ich dir jetzt an die Wäsche gehe? Ich sag, bitte, da vorne steht das Bügelbrett. Ja. Oh, da war er beleidigt. Ab jetzt wasche ich meine Wäsche alleine. Nächsten Tag der Hilferuf aus der Waschküche. Agnes, mit welchem Waschprogramm muss ich das T-Shirt waschen? Ich sag, Erwin, was steht denn drauf? Ja, sind denn die Flippers? Nee, du, Haushalt ist nicht seine Kernkompetenz, ne? Letztens hantiert Monsieur in der Küche, auf einmal klirrt. Mist, jetzt ist mir die Tasse runtergefallen. Ich sag, Moment, ich komm mit der Besen. Da sagt er, das Stück kannst du ja wohl laufen. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ganz schön frech, oder? Frech sind sie, diese Männer, aber leichtgläubig sind sie auch. Hör mal. Ja, müsst ihr euch wegtun, haben jetzt schwedische Forscher in einer Studie festgestellt, dass Frauen, die ohne BH joggen, längere Brüste kriegen. Leute, dafür haben die studiert, das ist kein Witz. Also Frauen, die ohne BH joggen, bekommen längere Brüste. Bei uns auf der Straße, direkt ein paar ganz pfiffige Nachbarn, haben jetzt angefangen, ohne Unterhose zu joggen. Ne? Gott, das nimmt ja Ausmaße an mit diesen Stromkosten. Bei uns im Ort haben sie jetzt die Eishalle schon zugemacht. Bei uns im Schwimmbad wird jetzt aus Kostengründen Bahn 5 und 6 nicht mehr befüllt. Ja, das ist wirklich so. Das nimmt Ausmaße an, die machen keinen Spaß mehr. Leute, ganz im Vertrauen, eine meiner engsten Freundinnen, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber die Erika, die hat so viel Angst vor ihrer nächsten Stromrechnung, die ist jetzt von ihrem Vibrator wieder auf ihren eigenen Ehemann umgestiegen. Ja. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich hier stehe, mir zitternde Knie aus lauter Angst, weil du ja hier oben alles falsch machen kannst. Du weißt ja nicht, was gestern noch erlaubt war, das darfst du vielleicht heute schon nicht mehr sagen, ne? Das sind ja komische Zeiten, oder? Ja. Hör mal, das sind Zeiten, wo du für eine Klebepistole schon einen Waffenschein brauchst demnächst, ne? Es ist Wahnsinn, dann stehe ich hier oben und ganz ehrlich, wenn zu mir jemand lecker Mädchen gesagt hat, dann habe ich das noch nie als sexistisch empfunden. Das war viel zu selten, hör mal.
Nee, du, dass sie sich darüber aufregen können. Also wenn sich eine Veganer über die Blutwurst beschwert hätte, hätte ich das noch verstanden. Aber so, ganz ehrlich, nee, dann stehe ich hier permanent und habe Angst, dass ich falsch gendern tue. Also, liebe ElveratInnen, liebe MusikerInnen, liebe JäckInnen und Außen, sehtet mir bitte nach, aber für mich ist und bleibt gendern, wenn der Ossi mit dem Boot umkippt. Agnes Kasulke, Drehmer von Hetze, Köln. Agnes Kasulke, BDR. Herzlichen Dank, Mario. Ja, liebe Freunde, ich darf jetzt ankündigen, die Mutter aller kölschen Bands. Hier sind die Black Folks. Womit fangen wir an, Herr Hupperten? Wir fangen ganz klassisch an. Das kennt ihr all, das jeder so. Der Alemann steht für der Wirtschaftstür, der so jenens einen trinken tät. Noch hätt viel zu bechert, solange er auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß, aber keiner sieht der Alemann. Doch da gibt einer mit einem Bier und sprechen einfach an. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Du stehst eh die ganze Zigarre. Beste Runde Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drin. Trink doch eine Witz, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zingerin. Beste Runde Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drin. Vielen Dank. Ja, wir in jeder Session haben auch in dieser Session die Fösch wieder ein neues Lied im Gepäck. Da möchten wir euch jetzt entführen. Wir nehmen euch mit zum Roncalli-Platz. Da könnt ihr mir ein bisschen beim Umzug helfen, denn ich habe gehört, in der Altstadt beten Boot frei. In der Alcapella Roncalli-Platz an diesem Boot in meiner Mutterstadt. In meinem Himmelbett red ich vom Peter hier weg und pflanze paar Blümchen im Treppenhus. Und bei Gott hab ich mi Sonne deck und von da ganz Kölle johr im Blick. Wenn ich vom Inkofer komm, lauf ich ne Halbmarathon über 500 Stufen hoch. Ich hab letzte Nacht geträumt, in der Altstadt beten Boot frei. Große finster helle Röll, die schönste Wohnung in der Stadt. Im letzten Stock hoch am Lebeljahr mit Aussicht vom Balkon. Ja, da beten Boot frei. Da tan ich letzte Nacht geträumt. Jo, ich wohn in der Alcapella Roncalli-Platz. Se ist noch Jod in Schuss und ganzer Kratz. Der Fassad restauriert von einer frisch renoviert. Doch Kloster 4 steht jetzt an meiner Tür.
jeden Tag kommen jede Menschen hin, aus aller Welt nur irgendwie Busse sind. Wenn dann der Orgel erklingt und der Engelchor singt, fühlt es sich an, als wäre man dem Himmel noch. Ja, nicht an der Synagoge drückst, in der Anstalt wie eine Brutfläche. Große Fenster, helle Röhre, die schönste Wohnung in der Stadt, im letzten Stock und am Himmeljahr. Mit Aussicht vom Balkon, ja, da wird ein Buch frei. Nathan, ich letzte Nacht gedrückt. Ja, da wird ein Buch frei. Nathan, ich letzte Nacht gedrückt. Letzte Nacht gedrückt. Vielen Dank, Dankeschön. Das sind die Black Foals. Bremer von Hetze, Kölle. Black Foals. Festkomitee. Herzlichen Dank, Madet Jod. Ich darf euch ankündigen, sozusagen meinen Kollegen, nämlich den Sitzungspräsidenten Volker Weininger. Ja, liebe Damen und Herren, liebe Ecke, ich freue mich total, dass ich heute hier bei euch im Gürzen nicht sein darf. Endlich wieder normale Menschen, Liebjäcke. Nein, weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich das Gefühl, egal wo man im Moment auf der Welt hinguckt, wir haben da überall nur Verrückte und Bekloppte auf der ganzen Welt, oder? Die ganze Welt hat nur Verrückte und Bekloppte. Aber wenn man ganz ehrlich ist, da haben wir nicht nur auf der Welt, haben wir nur noch Bekloppte. Auch direkt um einen rum. Guck mal, meine Tante zum Beispiel. Meine Tante ist jetzt 80. Und die sagt letztens zu mir, sagt, so, jetzt dürfen bei uns so ja schon zwei Männer heiraten. Na, das ist doch von der Natur nicht gewollt. Ich sage, ja, dein Herzschritt mache auch nicht. Knaller auf jeder Pfarrsitzung. Jedenfalls. Vielen Dank. Mein Riesenapplaus für den Harald an der Stelle. Gibt so viele Selbstdarsteller im Karneval. Jedenfalls. Ich muss vorsichtig sein. Nein, aber ich finde, liebe Herren und Herren, wir wollen gerade in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, da soll man sich auch nochmal über die schönen Dinge im Leben freuen. Guck mal, ich habe zum Beispiel im Lockdown habe ich angefangen zu kochen. Ja. Ich habe zum ersten Mal Eierlikör gemacht. Und da muss ich euch an der Stelle um ein paar Ängste nehmen. Schöne Eierlikör ist überhaupt kein Hexenwerk. Was brauchen denn für einen schönen Eierlikör? Für einen schönen Eierlikör brauchen, das ist ganz wichtig, gute Flasche Doppelkorn. 8 Bio-Eier. Und dann die Eier weglassen. Nein, aber am besten, liebe Damen und Herren, müsstet euch mal hören. Jedenfalls.
Nein, aber zum Glück, liebe Herren, zum Glück sind viele Sachen auch wieder möglich. Wir haben zum Beispiel im Sommer haben wir endlich wieder unsere legendäre Bierbörse gemacht. Das war direkt bei unserem Sportplatz an der Harald-Junke-Kampfbahn. Ja, ist schön vor Fachpublikum zu sprechen. Und ganz wichtig auf der Bierbörse. Du brauchst vorher eine ordentliche Grundlage. So, das wissen die jungen Leute heute oft ja nicht mehr. Weißt du, ich sehe da bei meinem Neffen, mein Neffe, der ist 16, nur am Chillen. Sternzeichen, kein Bock. Nein, sag mal, der ist nicht doof, so ist es nicht. Der hat Mathe-Leistungskurs. Ja, das heißt, er ist im richtigen Leben völlig hilflos. Weißt du, er kann ja den Flächeninhalt von seiner Tiefkühlpizza exakt berechnen, schiebt das Teil dann aber mit der Plastikfolie in den Ofen rein. Hast du selber schon ein bisschen genascht, oder? Das ist nicht mein Humor. Jedenfalls. Komm du mir nach Hause, Freundchen. Jedenfalls, weil ich sagen wollte, eine ordentliche Grundlage ist wirklich das A und O. Das kann überhaupt nicht fettig genug sein. Na, ich hatte ja für zwischendurch immer noch 2 Päckchen Palmin in der Hosentasche. So, die beste Grundlage, die man haben kann. Was ist die beste Grundlage, die man haben kann? Reibekuchen, Reibekuchen, absolut richtig. Es gibt nichts Besseres wie Reibekuchen. Hör mal, Reibekuchen, da hast du einen Ölteppich im Magen. Da hast du direkt 2 Aktivisten am Bauch kleben. Ja, der würde auf der Stunksitzung nicht klappen. Jedenfalls. Karneval ist so einfach. Jedenfalls. Wobei, so ein Ölteppich muss man sich heutzutage auch erstmal leisten können, oder? Weil Öl ist ja sauteuer geworden. So, mein Nachbar, der hat das alles bei sich zu Hause gehamstert. Weißt du, er hat so viel Sonnenblumenöl im Keller, der gehört seit gestern offiziell zu OPEC. Nein, ich verstehe das nicht. Weißt du, da hamstern diese Leute palettenweise Sonnenblumenöl in ihrem Keller, weil sie Angst vor einem dritten Weltkrieg haben, glauben aber ernsthaft, sie würden dann in der Küche stehen und Reibekuchen backen. Nein, aber liebe Freunde, liebe Herren und Herren, das ist doch alles. Meinst du, wie es euch moin geht? Jedenfalls ist da alles so teuer geworden, oder? Und da denkt man sich, manchmal denkst du doch schon, wäre schon schön, wenn man mal so richtig viel Kohle hätte, oder? Guck mal, Elon Musk zum Beispiel. Ja, das habe ich selber nicht verstanden. Elon Musk, reichster Mann der Welt. Nun, er ist wirklich nur ein halbes Jahr älter wie ich. Aber krass, was die paar Monate finanziell ausmachen. Das Orchester Marco Squad, liebe Herren und Herren. Da haben wir schlechtere in Köln. Jedenfalls. Ja,
Nein, aber wisst ihr, das ist alles so teuer geworden. Das geht auch beim Einkauf, weißt du? Es gibt mittlerweile Ladendiebe, die klauen nur noch beim Aldi. Alles wird immer teurer und es läppert sich alles. Guck mal, so, ja, eine Flasche Bier kostet jetzt 5 Cent mehr. Das sind nur wieder 2 Euro am Tag. Ja, ich bin auch noch am Rechnen. Jedenfalls... Nein, aber früher, liebe Freunde, da haben wir doch im Laden, haben wir noch gekriegt zu sein hier. Na, das weiß ich noch wirklich, das ist noch ja nicht so lange her, da war ich so 12, 13. Na, da war ich so 12, 13, da bin ich mit einer Mark zum Kiosk. Und ich bin mit einer gemischten Tüte, 3 Comics, 4 Überraschungseier. Und einem kleinen Jägermeister wieder raus hier. Und heute überall Überwachungskameras. Natürlich. Was die heutige Technik alles kann. Jedenfalls hat sich unser Erwin, hat sich am Pizzastand, hat sich noch eine Pizza Hawaii bestellt. So, dann meint so ein junger Typ, das wäre kulturelle Aneignung. Eine Pizza Hawaii hätte nichts mit hawaiianischem Essen zu tun. Ich sag, jetzt pass mal auf, was du sagst. Du Krötenflüsterer. Ist eine Pizza Hawaii, hat überhaupt nichts mit Essen zu tun. Wer Ananas auf seine Pizza macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, liebe Damen und Herren. Ich sage, Pizza Hawaii ist wirklich die Jogginghose unter den Lebensmitteln, oder? Wer von euch macht Pizza Hawaii? Was ist denn da schiefgelaufen? Ihr trinkt sicher auch Bananenweizen. Jedenfalls. Jedenfalls sind wir auf der Bierbörse immer unverschuldet in eine Schnapsverkostung geraten. Ja, manchmal kommt knüppeldick. Aber muss man wirklich sagen, hör mal, die haben wirklich einen sensationellen Marilla am Stach. Ich weiß, er ist so klar, den sieht die Leber ja nicht. Komm! So, und genau in dem Moment ruft der Manfred seine Frau an. Ja, wie kommst du denn von der Bierbörse nach Hause? Sagt der Manfred, ja, ich nehme an, besoffen. Ja, der wohnt jetzt nicht mehr zu Hause. Jedenfalls... Aber die haben, muss man sagen, die haben sowieso Stress in der Familie gerade. Der Manfred bestreitet ihn nicht mit mir. Er muss sich nicht mehr von mir. Ja, ihr müsst schon zuhören. Jedenfalls, auch mit der Melli, ihre Tochter, der Melli, ich sah letztens zu Melli, ich sah, Melli, ich sah, bist du denn ja nicht mehr mit dem Ahmed zusammen? Ich sah, sie, Entschuldigung, wolltest du etwa mit jemandem zusammen sein, der Drogen verkauft? Ich sage, Melli, um Gottes Willen, natürlich nicht. Dann sagt sie, ja, siehst du, der Ahmed auch nicht. Er muss auch mal trinken, bevor der Körper Durst kriegt. Nein, was ich eins erzählen wollte.
auf der Bierbörse. Da haben wir doch das stärkste Kölsch der Welt, Kurweiler Klapperschlange. Ja, das hat schlanke 78%. Trinkst am besten direkt beim Logopäden. Weil da musst du danach sowieso hin. Jedenfalls wollte unser Hermann wollte unbedingt die Klapperschlange probieren. Ich weiß, ihr kennt den Hermann? Kennt ihr den Hermann? Der Hermann, wie soll ich euch denn jetzt, ich will nichts Böses. Aber ich sag mal so, der Hermann ist jetzt nicht das schärfste Messer in der Schublade. Ich sag mal so, der macht beim Sprechen Rechtschreibfehler. Scheint hier relativ normal zu sein. Jedenfalls. Na, ich sag mal so, wenn du den Hermann siehst, ne, dann weißt du, warum Noah nur Tiere mitgenommen hat. Ja, nur, dass wir das mal einordnen können. Na, ich sag letztens zum Hermann, sag, Hermann, hast du mitgekriegt, die Beerdigung vom Heinz, die haben sie von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Sagt der Hermann, oh, jede, dann wird er besser. Saugeiler Witz. Jedenfalls. Also wie gesagt, wollte der Hermann wollte unbedingt die Klapperschlange probieren. Ich sage, Hermann, lass es doch bleiben. Du warst doch gestern Abend schon so bedient. Du stundest eine halbe Stunde am Autoscooter und hast versucht, ein Taxi ranzuwinken. Du wolltest deiner Frau ein Lebkuchenherz schießen, du hast noch nimmer die Bude getroffen. Aber der Hermann ist so stur. Weißt du, im selben Moment stund er auf der nächsten Bierbank und hat die ganze Klapperschlange in einem Zug weggeäxt. So, dann hat er uns 10 Sekunden mit offenem Mund angeglotzt und dann hat die Schlange zugebissen. Hör mal, der Hermann ist wie ein nasser Sack kopfüber von der Bierbank gefallen. Ich sag, Hermann, um Gottes Willen, hast du was gebrochen? Sagt er, nee, nur ein bisschen Kartoffelsalat. Ganz feiner Humor. Jedenfalls. Nein, unser Hermann ist ja auch so ein Spezialist. Wie ist er, der Hermann? Ja, ist sich völlig unbewaffnet. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Guck mal, habe ich letztens auf der Vorstandssitz und habe ich eine Suppe mit Sternchennudeln gegessen. Ich frage mich der Hermann, oh, sind das Sternchennudeln? Ich sage, nee, meine Buchstabensuppe ist passwortgeschützt. Ich sag, Hermann, jetzt mal unter uns. Ich sag, hast du schon mal den lustigen Clown im Supermarkt gesehen, der sich immer versteckt, wenn er einen Volltrottel sieht? Da hatte ich euch mehr zugetraut. Jedenfalls. Jedenfalls fragt mich der Hermann letztens, warum soll sich denn ein gesunder Mensch impfen lassen? Ich sage, Hermann, ich sage, das Prinzip bei Impfungen ist, du Hupe. Ich sage, wenn du Kondom erst im Kreissaal anziehst, bringt das auch nichts mehr.
letzte Woche in der Eifel null Reaktion. Jedenfalls. Ja, sagt der Hermann, aber er wüsste ja nicht, was in dem Impfstoff drin ist. Ist er Hermann? Ist er selbst, wenn du es wüsstest? Ich sag, du hast wirklich überhaupt keine Ahnung von Medizin. Weil du hast dir gestern drei Zäpfchen langsam im Mund zergehen lassen. Letzte Woche in der Eifel. Wisst ihr selber. Jedenfalls. Ich sag, sonst ist es dann auch drissegal, was in deinen Körper reinkommt. Weil du kaufst dir Döner für 1 Euro. Ne, da würdest du ja der Tönnies beim Tierschutz anrufen. Ja, sagt der Hermann, aber BioNTech würde doch das genetische Material verändern. Ich sag, ich glaub nicht, dass du so viel Glück hast. In diesem Sinne, alle ab zusammen. Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass ihr aufgestanden seid für diese fantastische Rede von Volker Meininger. Auf den Sitzungspräsidenten Bremer von Hetze, Köln. Volker Meininger, WDR. Herzlichen Dank. Ich darf euch jetzt ankündigen, eine Gruppe, die schon seit 20 Jahren Musik macht, aber seit 10 Jahren auf den Karnevalsbühnen ist und damals eingestiegen ist mit dem tollen Titel Et Jitz K-Wort. Hier ist Cat Baloo! Aus. Habt ihr auch Lust auf ein ganz neues Lied? Hier kommt eins, das heißt Lass uns nicht gehen. Und deshalb bleiben wir noch ein bisschen. Yeah. Was haben wir heute gelacht und so viel erlebt? Haben an all die gedacht, die heute nicht bei uns sind. Hab einen Tee, war viel zu lang her, her. Oh bitte, bitte mach, dass das hier niemand vergeht. Wenn sich im Kopf schon längst alles dreht, doch so lange wie stehen, lass uns nicht gehen, wenn es am schönsten ist. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Lass uns nicht gehen, wenn uns das Leben. Zeit, mal ein bisschen auszurasten hier. Alle zusammen, alles was ihr habt, lasst uns nicht gehen. Die beste Zeit ist, wenn du bei mir bist.
Okay, wie sieht's aus? Habt ihr noch Energie? Das ist gut, denn wir wollen euch gleich mal alle springen sehen, ja? Vorher singen wir noch ein bisschen. Ich steh die Welt still für ne. Oh yeah! Wenn man sich alles vergeht. Sich im Inneren, lass mich von der Welt trieben, von einer schönen Melodie. Et letzte Geld schmeckt so kerzes, alles jod und nix steht wie. Singt ihr mit? Ich steh dir bei still für einen kleinen Moment, wenn man sich für alles vergeht. Schau, wo seid ihr? Oh. Ich seh die Welt still für den kleinen Moment. Wenn man sich von alles vergisst. Ich seh die Welt still aus dem kleinen Augenblick, wie die mich kennt. Ich darf euch jetzt verkünden, ihr bekommt jetzt an dieser Stelle die goldene Schallplatte für euren Titel Als Jitz Keyboard. Und lasst uns ausrufen auf Cat Ballou, dreimal von Hetze, Kölle! Cat Ballou! Festkomitee! Herzlichen Dank und Dankeschön. Ich darf jetzt jemanden ankündigen. In Köln haben wir 86 Fädel. Und wenn ich ein Fädel nenne, aus dem er kommt, dann wissen wir schon, wer da kommt. Es ist das Fädel Porz. Hier kommt Guido Kanz. Morgen. Wie ist es? Ah, hervorragend. Herr Kapellmeister, ich grüße im Namen der Gruppe. Wie ist die Lage? Sehr bunt heute. Ihr seht super aus. Ganz toll. Und ich begrüße den mit Abstand bestaussehendsten, jüngsten und auch weiblichsten Elverat, den ich bis jetzt in dieser Session im Gürzenich nicht gesehen habe. Guck mal. Boah. Es ist irgendwie alles anders. Wir haben letztes Jahr eine Fußball-Weltmeisterschaft erlebt im Advent. Das war, glaube ich, der erste Autokorso, der von einem Streuwagen angeführt wurde.
alles anders. Ich habe mich gerade gewundert, es hat sich vom Gürzen nicht niemand festgeklebt. Verrückt. Ich meine, früher war es auch schon so, dass Leute im Karneval nicht mehr vom Boden hochgekommen sind. Aber das lag nie an Superkleister, sondern an Jägermeister. Aber da hinten ist gute Stimmung. Hier vorne sind die, die umsonst trinken können, aber bei euch läuft's, ne, oder? Läuft. Hier, guckt doch mal. Sehr gut. Ja. Was auch anders ist, da war ich wirklich tief ergriffen, die Queen ist leider nicht mehr unter uns. Ja, mir ging es genauso. Seitdem drehen die Enkel komplett durch. Ich hatte irgendwann gelesen, Harry bringt ein Buch raus. Ich dachte sofort, Harry Potter. Es ist der andere. Der Fuß. Also Harry, formerly known as Prince. Das Buch heißt auf Englisch Spare, auf Deutsch Reserve. Teile sind natürlich auch schon verfilmt worden in Hangover 1 bis 3. Und ich habe es bestellt bei Amazon und habe sehr gelacht, weil wenn man das macht, steht unten drunter, Käufer, die dieses Buch kauften, kauften auch Camilla, eine Stute geht ihren Weg. Was ich gar nicht verstanden habe, vielleicht kann mir da jemand heute Abend helfen. Vor ungefähr ja, einer Woche bis 10 Tagen gab es einen Artikel hier in einer Kölner Zeitung. Da ging es um ein Hotel in Köln. Und die haben in ihrer Bar verschiedene kölsche musikalische Zitate an der Wand. Unter anderem eins der Höhner, Blutwurst Kölsch ohne lecker Mädchen. Und da hat sich eine Nachbarin echauffiert und beschwert und hat gesagt, das sei sexistisch, weil es suggerieren würde, dass man in diesem Hotel neben Lebensmitteln und Kölsch auch Frauen konsumieren könnte. Dieser Frau würde ich gerne heute via Fernsehen zurufen. Das schönste Kompliment, was man in Köln einer Frau machen kann, ist, wenn man sagt, du bist ein lecker Mädchen, das Küt von Hetzel. Nur mal so. Eine Kölsch und wuhu! Blutwurst Kölsch ohne lecker Mäd, das fängt sie nur hier in Köln ab. Man kann's nicht besser sagen, ne? Guck mal, ist doch schöne Stimmung. Wir feiern 200 Jahre Kölscher Faselehr. Ich wollte letztes Jahr ein persönliches Jubiläum feiern, 30-jähriges Bühnenjubiläum. Ja, man glaubt's gar nicht, ne? Ja, ja. Danke. Leider wart ihr nicht da, ich war auch nicht da. Deswegen holen wir das dieses Jahr nach, 30 Jahre plus eins und Wahnsinn. Es hat sich viel geändert, muss man schon sagen. Damals, als ich anfing, 1991, da waren viele im Elverrad noch gar nicht auf der Welt. Ja, du, ja, bei dir war eher 1891, aber nein, das war eine andere Zeit. Damals hast du die Gage, ist kein Scherz, die Gage im Kölner Karneval gab es in bar im Umschlag. Und wenn der Kassierer leicht angetrunken war, und das war, kam relativ häufig vor, und man hatte Glück, hat man schon mal den Umschlag der Blackföß bekommen. Du hast es nie gemerkt. Ja, das war so. Dann wurde leider umgestellt auf Schecks. Es gibt heute immer noch Schecks im Karneval, sonst gibt es sie fast nirgendwo mehr. Und wenn ich nach so einem Wochenende zur Bank komme, der Azubi ist 18, der kennt mich. Scheck hat er noch nie gehört. Der war sehr freundlich, sagte, kann ich was für Sie tun? Ich sagte, ja, Scheck, ey, Scheck, Alter. Ich sage, nee, 24 Scheck. Check 24, krasses Vergleichsportal, kenne ich. Das war anders. Wir hatten 1991 keine Handys, gab's nicht. Es gab noch keine sozialen Netzwerke, wir haben uns persönlich beleidigt. Es gab kein TikTok, wir hatten TikTok. Mit 2 Kalorien, die Älteren werden sich erinnern. Und viele Worte gab's noch gar nicht. Das Wort googeln existierte nicht, weil man konnte nicht googeln. Googeln war 1991 noch sächsischer Weihnachtsbaumschmuck. Gut, dass du was gespielt hast. Lasst euch Zeit, das ist okay. Die Gügeln, na klar, das war anders. Wir kannten damals Playback, aber es gab kein Payback. Früher hat man noch heimlich gesagt, ich habe eine Affäre. Heute sagst du, ich habe eine Reitbeteiligung. Das ist anders geworden. Es gab auch noch kein Tinder. Tinder hieß 1991 noch Sauerlandstern. So, guck mal hier.
Ich sehe, wir haben Profis hier. Sauerland ist auch schön, ne? Oder? Ja. Es gibt da so ein altes Gesetz im Sauerland, wenn sich da ein Ehepaar scheiden lässt, bleiben die beiden trotzdem Bruder und Schwester. Das ist, glaube ich, immer noch so. Ja. Es ist wirklich toll, wir feiern so schön zusammen und das macht auch Spaß. Was sich natürlich geändert hat, das muss ich jetzt auch sagen, bei meinem Jubiläum, ich bin leicht älter geworden. Das ist unverschämt hier vorne, bitte. Nein, ich habe mit 20 angefangen, ich bin mittlerweile 51 und ich werde dann aufgewacht, merkst du einen Unterschied, Guido? Klar, ne? Man merkt Unterschiede. Ich, seit meinem 50. Geburtstag spült mir der Algorithmus meiner Playlist von Spotify immer wieder Hansi Hinterseher und die Amigos ein. Und das Schlimme ist, ich find's gar nicht so schlecht. Und alle, die an der Stelle, Moment mal gerade, Spaß hatten, wir machen jetzt hier bitte, Herr Quoth, den ultimativen Alterstest im Gürzenich. Ich werde ein Lied anstimmen und alle, die jetzt hier gleich nur rudimentär mitmachen können, sagen wir so, wir treffen uns auch nicht mehr im Bälleparadies von Ikea. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flipper. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne uns die lieben Fans? Boah, ihr seid super. Guck mal hier, wir gehen auf Tournee, das läuft. Ja, kommen wir kurz zu meinem Alter zurück. Es ist wirklich so, man merkt das, wenn ich mir Season 11 angucke, da sind der junge Hüpfer dabei, ne? Das ist schon Wahnsinn. Der Prinz dieses Jahr in Köln ist jünger als ich, Wahnsinn. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war selbst das Kinderdreigestirn älter. Ja, ich habe mittlerweile eine Brille, also zu Hause, meine Frau auch. Und jetzt sitzen wir morgens beim Frühstück, ist toll, beide mit der Brille an, wie so ein älteres Ehepaar. Meine Frau hat letzte Woche noch zu mir gesagt, mit der neuen Brille, siehst du echt scheiße aus. Ich hab gesagt, ich hab doch gar keine neue Brille. Sagt die, nee, nee, du nicht, aber ich. Nein, man muss Alter mit Humor nehmen. Und zwar ist es so, ich hatte letzten Montag frei und war beim Rewe einkaufen und stand an der Kasse und da war ein Mann vor mir, ich würde mal tippen, der war Anfang, Mitte 70, sehr lustiger Mann, und da habe ich gesagt, so mache ich das später auch mal. Der hat die Sachen aufs Band gelegt, die Kassiererin war sehr nett, sagte, Entschuldigung, sammeln Sie Punkte, sagt er, nee, nee, das sind Altersflecken, alles klar. Und das finde ich toll, bei uns im Rheinland, da liegt das Herz auf der Zunge. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, ich war in dem Film Avatar 2, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, fand sie gut? Ich fand ihn relativ lang, aber ich war der Popcorn-Beauftragte bei uns in der Familie, war mit meinem Sohn und meiner Frau und ich habe Popcorn gekauft und die Dame hinter der Theke war so ein richtiges Kölsch-Mädchen. Herrlich. Ich habe dann gekauft, danach kam eine junge Frau, Hand in Hand, mit ihrem Freund, frisch verliebt, ganz süß. Kam an die Theke, sagt, ich hätte gern Popcorn. Sagt die Frau, ja, was willst du dann? Süß oder salzig? Hätte die andere gesagt, genau so wie mein Freund ist. Sagt die, ja, hässliches Popcorn haben wir nicht. Das gibt Ärger, sage ich jetzt schon. Kommen wir kurz nochmal zurück. Als ich anfing, habe ich auf der Bühne ganz andere Sachen gemacht. Ich habe Leute nachgemacht. Ich habe Boris Becker nachgemacht. Das würde ich natürlich heute nicht mehr machen. Klar, mein Steuerberater wird mich umbringen. Und ich habe Politiker nachgemacht, die man kannte. Willy Brandt und Franz Josef Strauß, Helmut Kohl. Und das waren irgendwie so Persönlichkeiten. Wir haben ja heute eine Persönlichkeit hier. Jetzt habe ich sie gerade entdeckt. Unsere Bundestagspräsidentin ist da. Frau Baas, schön, dass Sie da sind. Das ist doch toll, finde ich gut. Ja, oder? Im Endeffekt, man muss sagen, Sie kommen hier super klar. Im Endeffekt ist das ähnlich wie in Ihrem Job. Also Bundestagssitzung ist im Endeffekt wie eine Karnevalssitzung. Wir haben einen Präsidenten, Schrägstrich in. Sie nennen das Regierungsbank, wir nennen das Elverat. Der Unterschied ist, hier wird während der Veranstaltung getrunken, im Bundestag gerne vorher. Das ist der Unterschied. Ja, das ist, aber schön. Ja, guck mal. Nein, aber das ist bei Politikern schon anders. Alle sprechen doch in Deutschland von Fachkräftemangel. Ich finde, das merkst du auch ein bisschen in der Bundesregierung. Jetzt, ja, es ist, bitte. Man muss es sagen.
Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben mit Olaf Scholz zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder eine männliche Kanzlerin. Das ist richtig. Aber das kann ja jetzt nicht die Lösung sein. Wobei der Kanzler ist schon so ein Machertyp. Ein Temperamentsbündel. Ist der langweilig. Der Scholz wollte schon zweimal zurücktreten, hat nicht geklappt, die Füße waren eingeschlafen. Wirklich, ehrlich, der ist so langweilig, der hat in der Hochzeitsnacht mit seiner Frau gekniffelt. Jetzt bist du dran, Mann. Wie willst du Olaf Scholz beschreiben? Dagegen hatte Rudolf Scharping ADHS. Wen haben wir noch an Fachkräften? Ach so, schade, dass unsere Verteidigungsministerin nicht mehr im Amt ist. Das ist auch Christine Lambrecht, die alte Rakete. Junge, Junge, Junge. Sie hat jetzt das gemacht, was viele Bundeswehr-Jets nie geschafft haben. Sie ist geflogen. Aber ich bin übrigens gespannt beim Zapfenstreich, was die bei der Verabschiedung für ein Lied spielen. Ich wäre für Let It Be, aber... Wen haben wir noch? Unser Wirtschaftsminister, auch eine Fachkraft, ganz ehrlich. Da fühlst du dich doch als Unternehmer gar nicht ernst genommen. Ich merke der jungen Frau, es ist so, der hat versucht, Insolvenz zu erklären. Ich habe erst gedacht, der hat bestimmt so ein Wochenendseminar bei Wirecard mitgemacht, klar. Er kann es nicht besser, der Habeck, ich habe es gegoogelt, der ist Kinderbuchautor und Philosoph. Und Kinderbuchautoren konnten ja noch nie rechnen. Guck mal. Ich mache mal ein Beispiel. 2 mal 3 macht 4, witte, 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 und 3 macht 9, macht den Sinn die Welt, witte, witte, wie sie in die Welt. Robert Habeck. Hey, Robert Habeck, der macht was hin. Die Pippi war, wenn man ehrlich ist, mathe-technisch versetzungsgefährdet. Hat mehr gelogen als Pinocchio und Andi Scheuer zusammen. Muss man auch mal loswerden. Wen haben wir noch? Ach so, unser Landwirtschaftsminister. Der ist super nett. Cem Özdemir, toller Mann. Der hat, glaube ich, 3 Staffeln Bauer sucht Frau gesehen. Mehr ist da nicht. Die Grünen haben sich verkalkuliert. Ich bin der Meinung, die Grünen hätten Anton Hofreiter nehmen sollen. Als Landwirtschaftsminister. Toller Mann. Der ist 3. beim Jesus-Casting für die Passion bei RTL geworden. War früher mal Model für Alnatura. Oh. Also wenn ich mir das jetzt alles angucke, da ist mir, ganz ehrlich, Karl Lauterbach fast schon ans Herz gewachsen. Doch, der war so oft im Fernsehen die letzten 2 Jahre. Ich hatte abends manchmal Angst, den Kühlschrank aufzumachen. Weil ich dachte, pass auf, da sitzt der auch noch. Ich hatte so einen Traum. Ich hatte Durst, mach die Tür auf, dann guckt der Karl mich an. Was wollen Sie Wodka, was oder Wein trinken? Der sieht so harmlos aus, ne? Der Lauterbach. Der ist natürlich auch clever, wie fast alle. Das ist doch logisch. Der Lauterbach war 6 Wochen vor Weihnachten in der Eifel. Wie kann man die Eifel beschreiben für unsere Fernsehzuschauer? Romantisch, das hatten wir noch nicht. Sehr schön. Ich würde sagen, in der Eifel war schon immer Lockdown. Wir müssen ehrlich sein, in der Eifel ist jeder mit jedem verwandt, egal wie viele Beine die haben. Das ist da so. Und da war unser Bundesgesundheitsminister. Der war aber nicht alleine, der hatte 2 Kamerateams dabei. Nicht eine, 2. Und da wird ja medial alles verarztet. Und der Bürgermeister bei euch, der war total aufgeregt. Sagt, Herr Lauterbach, toll, dass Sie in der Eifel sind. Wir haben 2 große Probleme hier. Das erste Problem, in unserem Krankenhaus haben wir zu wenig Ärzte und Pfleger. Was hat der Lauterbach gemacht? Ein Mann der Tat, sofort das Handy gezückt. 5 Minuten lang telefoniert, 5 Minuten spazieren gegangen. Kam nach 5 Minuten wieder zu dem Bürgermeister und hat gesagt, also das Problem wäre am Montag gelöst. Was ist das zweite Problem in der Eifel? Hat er gesagt, wir haben hier oben gar keinen Mobilfunkempfang. Sehr gut. 1000 Mal und so weiter. Ja, ja. Deswegen müssen wir uns selber gute Laune machen. Deswegen ist doch Karneval spitze. Ich sage, wir brauchen Optimisten in Deutschland, keine Pessimisten. Es gibt mittlerweile Optimisten bei uns im Land, die sagen, in einem Jahr werden wir alle betteln gehen. Und die Pessimisten sagen, ja, aber bei wem? Ich weiß es nicht, aber ich bin Optimist. Ich sehe Sachen positiv.
Ärger dich nicht, wenn dir eine Taube auf den Kopf scheißt. Freu dich, dass Hunde nicht fliegen können. So sehe ich's, ja. Und das ist auch das Schöne im Karneval. Man weiß nie so genau, was einem passiert. Und ich darf das jetzt seit 31 Jahren begleiten und habe mir gedacht, am Schluss nehme ich euch und sie zu Hause mit auf eine kleine Reise, welche Kollegen und Kolleginnen ich alles kennenlernen durfte. Und vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen noch. Es begann im Oktober 1991. Der Junge, ich war 20. Ich las heimlich noch Lupo-Hefte. Es gab kein Wikipedia und ich wohnte noch zu Hausmann. Der Mann mit dem Hütchen packte mich mit Radatz am Schops und ich durfte beim Vorstellabend des Stammtischs Kölner Karnevalisten auftreten. Ich wäre ob Black Fuss von Ports zum Satori laufe. Und alle fragten sich, bring's kann's. Kurz vor meinem Auftritt war ich nervös. Oh, ich fühlte mich wie eine arme Dövel, hüpfte herum wie ein Rumpelstilzchen, raste los wie ein Domstürmer und sagte zum bergischen Landboten, Ferdi, huig greife ich an. Ich war ungeduldig, ich hatte Eile, Mann. Es gab tolle Kollegen, Kollegen, Klaus und Willi, Renate war ein Fuchs, Wolfgang reich an Erfahrung, Jupp mental sehr stark und Bernd stellte sich mir sehr sympathisch vor. Ich sagte zum Weltenbummler, Gerd, rück doch ein kleines Stück zur Seite. Ich wusste auch nicht, was wird Fred von Halen. Und dann traf ich einen Mann, den kannte ich natürlich aus dem Fernsehen, das war mein Vorbild, der war nicht gut, der war super. Relativ schnell lernte ich die Klüngelköpp kennen, den Literatenstammtisch. Und ich als Tuppes vom Land sprach mit dem bergischen Jungen. Damals waren Diakone noch beliebt. Wir fuhren querbeet von Auftritt zu Auftritt und mich sprach Fussig Julche an. Maritta, Kölner. Sag, nee, ich bin Porzer. Hat gesagt, wie heißt du dann? Kanz, wie Adam Kranz, statt K mit C, ohne R, hinten mit TZ. Ich lernte relativ schnell im Fasselorm des Viehgeflügel unterwegs. An den Tischen halbe Hahn, kalte Ente, hinter der Bühne Höhner, Flamingos, Kolibris, und überall Jovet Met. Wie heute übrigens immer noch, überall Met, nur heute gibt es mehr Veganer, also Krautmacher. Aber in 3 Jahrzehnten, fragst du dich vielleicht, wer mag Metzger? Der schönste Tag ist Rosenmontag beim WDR. Funky Marys winke mir mit Blumen und Blümchen zu. Auch Butterblümchen eher Weininger. Klar gab's Schlawiner, Labbisse, Filur, Rabauer, aber es gab nie Casala. Der Fasselhoven ist einfach ein schönes Milieu, einfach eine tolle, eine super Weiher. Und die Räuber vom Finanzamt Köln-Porz haben immer pünktlich abgebucht. In diesem Sinne würde ich gerne mal Danke bei euch sagen. Danke fürs Zuhören. Kölle, I love you. Madet Jod. Lieber Guido, der ganze Saal steht für diesen vollen Vortrag. Dreimal von Hetze, Kölle! Guido Kanz! Orchester Markus Quoth! Herzlichen Dank! Ich darf euch nunmehr ankündigen, eine Gruppe, die in ihren Texten auskommt, ohne Dom, ohne Ring und ohne Sonnenschein. Hier sind die Domstürmer! Ich sehe sehr viele vertraute Gesichter. Endlich wieder Faste leer! Neues Lied der Domstürmer heißt Zu Hus. Und die Frage ist, wo fühlst du dich zu Hus? Ich sag mal so, der Heimathafen ist doch da, wo du geliebt wirst, wo du lieben kannst, wo drisse ich alles, wer du bist, was du hast, spielt alles keine Rolle. Lieb fast die Lobe, Zierke, lass mal singen, dann zu lachen, hese mal zu uns! So weh,
Schaue nur auf die Fotos und mir denke an die Zeit zurück. Und weck mir alle Lächeln. Wir sind die Schicht auf der Zelle, wie schön es früher war. Wir lachen, wir kriechen und sind dankbar für die Jahre. Endlich zu Jod, dass wir uns haben, denn hier sind wir zu Hause. Hier ist fürs Lachen auch nicht Schluss. Hier haben wir die Kühne, hier haben wir die Bohr. Wir sind immer für uns da, denn hier sind wir zu Hause. Denn hier sind wir zu Hause. Die Arbeit kühnt die Arbeit vor. Wir sind immer für uns da, denn hier sind wir zu Hause. Yeah! Schlagzeug-Solo! Stimmt, sind wir für die Stimmt. Oh, 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 oh. Du, mein Stadt und mein Verein, ist die
Das waren die Domstürmer. Das war Stimmung pur. Lass uns ausrufen. Dreimal von Etze, Köln. Domstürmer. ARD. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich darf euch jetzt ankündigen, seit 35 Jahren steht er schon auf der Bühne. Er ist ein Entertainer der besonderen Güte. Hier kommt Bernd Stelter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, euch zu sehen. Endlich wieder ein Gürzel nicht voll mit jecken Menschen, die nicht nur Karneval feiern wollen, die auch Karneval feiern können und Karneval feiern dürfen. Und das ist für uns alle ist das so, so, so wichtig. Und warum das so wichtig ist, das singe ich euch eben vor. Corona-Spuk ist fast vorbei. Das war eine Zeit so schwer wie Blei. Feiern durfte nicht mehr sein, nicht mehr zusammen, nur allein. Jetzt gehen wir langsam wieder raus, gehen im Kostümchen aus dem Haus. So richtig traut man dem noch nicht, doch ich weiß, was das mit euch macht. Denn wenn ihr lacht, kann ich es sehen. Ich sehe euch in den bunten Farben, mit den roten Nasen sehe ich euch lachen. Ich sehe euch und ich höre euch singen. Mein Herz möchte springen. Jetzt merken wir wieder, wie schön das ist. Und es ist ganz unglaublich toll, dass nicht nur ihr da seid. Ich darf auch dabei sein. Und wenn ich dabei bin, dann fange ich ja immer an mit meinem kleinen Jahresrückblick unter dem Motto, was sonst noch geschah. Das war in diesem Jahr so. Entschuldigen Sie die Wortwahl. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich barsch, aber das Jahr 2022 war doch einfach nur für den Arsch. Dieser Virus und der Putin, die haben uns fertig gemacht. Wäre der Wendler nicht gewesen, hätten wir überhaupt nicht gelacht. Wir brauchen Karneval, das habe ich mir gedacht. Doch wie nicht anders zu erwarten, auch der Karneval fiel aus. Die Kapelle spielt auf YouTube. Selbst der Stelter blieb zu Hause. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. In England versinkt die Monarchie in Bruderhass, Habgier und Frust. Was bin ich dankbar, liebe Lisbeth, dass du das nicht miterleben musst. Du warst so wunderbar die letzten 60 Jahre. Ja, und im Sommer gab es eine Geschichte, die fand ich jetzt sehr witzig. Nicht alle, aber ich schon. Im Sommer gaben sich reiche Leute auf einer Insel unterkühlt. Denn 10.000 Fernwipunker fuhren für 9 Euro nach Sylt. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Ah, aber jetzt wird's schwierig. Jetzt kommt eine Strophe, die ist so grottentraurig, dass ich öfter schon in dieser Session beim Singen auf der Bühne von Heulkrämpfen geschüttelt, zuckend zusammengesunken bin. So traurig ist die Stimme. Ich probiere es immer wieder, aber grottentraurig geht so. Meine letzte Zigarette ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Da erlaubt die Ampel Cannabis. Und ich Idiot, ich rauche nicht mehr. Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Und wir feiern wieder Karneval zusammen und hochmotiviert. Und hoffen, dass dieses neue Jahr nicht genauso scheiße wird. Das wäre wunderbar in diesem Jahr. Ich kann euch das versprechen, dieses nächste Jahr, dieses Jahr 2023 wird viel besser, viel besser. Denn im Jahr 2023 findet keine Fußball-WM statt. Die nächste Fußball-EM ist erst 2024. Und wo ist die? Hier. Hier. Die müssen wir gar nicht boykottieren. Das wird super. Ich meine, okay, letztes Jahr in Katar, das war Blödsinn. Das war ungefähr so.
Regenbogenbinde und die Hände vor dem Mund. Wir gaben uns moralisch, doch es lief nicht wirklich rund. Wenn etwas wirklich schrecklich ist, dann bleibt man besser zu Haus. Da machen wir den Mist doch lieber nicht mit. Da scheiden wir aus. Ma sind nicht dabei, da ist prima. FIFA korruptia, wir scheitern beim Fußball, wir holen nicht den Pott. Und weil das besser klingt, nennen wir das dann Boykott. Ja! Aber habt ihr dieses Foto noch vor Augen? Die ganze Nationalelf, beim Mannschaftsfoto alle die Hände vorm Mund? War das peinlich? Das sah doch nicht aus. Wer ist auf die Idee gekommen? Oliver Bierhoff oder was? Da muss man jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Unsere schöne Außenministerin Annalena Baerbock. Ja? Die hat ja, die Annalena Baerbock, die hat ja nicht nur eine Staatssekretärin und eine Bürovorsteherin, nein, die hat auch eine Stylistin. Und diese Stylistin, die hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als nur unsere Außenministerin noch schöner zu schminken. Was meint ihr, was die verdient so pro Monat? 7.500 Euro. Ich finde das völlig okay. Wir haben uns 16 Jahre auf der internationalen Bühne von Angela Merkel vertreten lassen. Dann darf man jetzt auch mal eine schöne Außenministerin ins Rennen schicken. Und ganz ehrlich, wir haben schon für gröberen Blödsinn 7.500 Euro ausgegeben, oder? Ich finde das völlig okay. Und wisst ihr, was ich noch okay finde? Dass dieser schöne amerikanische Schauspieler George Clooney jeden Morgen eine geschlagene Stunde in seinem Badezimmer steht, vor dem Alibert. Und dann wiederholt er eine Stunde lang mantramäßig immer den gleichen Satz. Spieglein, Spieglein an der Wand, who the fuck is Robert Habeck? Wir haben nicht nur eine schöne Außenministerin, wir haben auch einen schönen Wirtschaftsminister. Ja, und der hat auch einen Job ausgeschrieben. Und zwar einen Job für einen Fotografen, der ihn ablichten soll die nächsten 3 Jahre bis zum Ende der Legislaturperiode. Und was soll der verdienen? Na? In den 3 Jahren? 350.000 Euro. Ich finde das nicht nur völlig okay, ich habe mich direkt beworben. Im Kabinett ist er, ganz klar der Netteste, wenn ihn nicht immer die Gedanken quälen. Egal wie schön der ist, wenn der alleine ist, fragt er sich, ob die ihn wohl wieder wählen. Die Frage ist hier, ob er die Wahlplakate ziert. Gibst du mir 300.000 oder 4? Mach ich ein super Shooting, ein endgeiles Foto von dir. Mensch, Robert Habeck, ich mach dir ein Foto, ein schickes Foto von dir, beim Tippschein abgeben fürs Lotto oder bei Curry, Wurst und Bier. Mensch, Robert Habeck, ich mach dir ein Foto, voll Erotik und voll Harmonie, dann wirst du außer Wirtschaftsminister noch Topmodell von Germany. Ja, ja. Muss man ganz ehrlich sagen, der Robert Habeck sieht super aus. Ne? Das ist immer, du darfst keinen Mann fragen. Die Männer schütteln alle mit dem Kopf. Fragst du eine Frau, der Robert Habeck sieht super aus, oder? Ja, da wird genickt. Aber man darf auch eins nicht vergessen. Dieser Robert Habeck, der ist rattenjung. Wissen Sie, wie alt der Robert Habeck ist? 53. Der Mann ist 53, der junge Dachs. Ich bin in der Corona-Pause völlig überraschend 60 geworden. Ich bin 60 geworden. Und ich hätte es beinahe nicht mitgekriegt. Wenn du 60 wirst, verändert sich dein Körper. Es gibt diesen Tag, diese eine Nacht, da gehst du abends ins Bett, bist noch 59. Am nächsten Morgen wirst du wach und du bist 60. Und in dieser Nacht, da ist der Wind of Change durch dein Schlafzimmer gefegt. Dein Körper hat sich verändert. Die Augen schalten um von Adler auf Maulwurf. Die Haare wandern von der Kopfhaut ins Ohr. Ist egal, du hörst ja sowieso nichts mehr. Aber das Schlimmste ist, die Damen kennen das nicht, aber die Männer werden gleich wissend nicken. Das Schlimmste ist, sei ehrlich, die Blase. Die Blase schaltet um von Halbtags auf Nachtschicht. Da gewöhnt man sich dran. Aber wenn du von so einer kultivierten Karnevalssitzung kommst, du hast minimale Mengen Kölsch im Körper und dann wirst du nachts um 3 wach, dann kannst du ein Problem kriegen, nämlich wenn das so ist wie bei mir zu Hause, meine Frau hat beschlossen,
Wegen der Energiekrise senken wir nachts die Heizungstemperatur auf 8 Grad Frostwächter. Wenn du 3 Uhr nachts wach warst, nach der Karnevalssitzung, so eine volle Blase, 8 Grad Frostwächter, und du turnst nackend durchs Haus und suchst das Badezimmer, da glaubst du nicht, dass du 60 bist. Da tippst du auf 87 oder 103 oder so. Und woran liegt das? Als es begann, dachte ich, das kriegen wir schon klar. Sparen wir halt alle Energie. Wird's im Wohnzimmer kalt, darf halt der Hund aufs Sofa. Wir kommen durch den Winter irgendwie. Doch dann wurde's kalt, rattenkalt. Ich sitz im Haus und denk, ich steh im Wald. Es zieht bei uns rein. Wow, oh, oh. Boah, was haben wir gefroren? Dann fing's an zu schneien. Wow, oh, oh. Ich hab Eiszapfen an den Ohren. Es zieht bei uns rein. Wow, oh, oh. Mein Atem nimmt mir jede Sicht. Und soll das Gas alle sein? Wow, oh, oh. Bei Putin kaufen wir es nie im Leben. War das ein Lied? War das ein Lied? Sweet Caroline von Neil Diamond, 1970, die 70er, meine Zeit. Sie können es nicht kennen, Sie waren damals noch nicht geboren. Ja, was hatten wir in den 70er Jahren für Musik? Kennen Sie das noch hier? She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair was flowing in the midwinter wind. I don't know how she found me, for in darkness I was walking. And destruction lay around me from a fight I could not win. Ah, alle Mann am Lagerfeuer, jeder ein Mädchen im Arm, nur ich, Idiot, eine Gitarre. Ja. Oder 1974, da hatten wir We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Wahnsinn, oder? Aber 1974, da hatten wir auch ein echtes Scheißlied. Entschuldigen Sie den Ausdruck, es gibt keinen anderen Begriff dafür, es war einfach ein Scheißlied. Kann sich noch jemand von Ihnen rudimentär erinnern an Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona? Hä? War das schrecklich? Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona? Fürchterlich. Und was haben wir das gegrölt? Jeden Abend 10-mal auf jeder Party. Weiß noch jemand, wie die Band hieß? Die drei Besowskis. Wenn heute ein Lied auf den Markt käme mit dem Titel Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona von den drei Besowskis, das würde sofort verboten. Und das finde ich auch wieder falsch. Wisst ihr, ich habe ein Radio zu Hause und an dem Radio ist vorne ein Knopf dran. Und wenn mir ein Lied nicht gefällt, dann kann ich das ausschalten. Das muss niemand verbieten. Und ich kann mir selber aussuchen, auf welche Party ich gehe. Ich bin nämlich schon groß. Das muss mir niemand vorschreiben. Ich finde das total super, dass wir so viele verschiedene Meinungen haben, weil davon lebt unsere Demokratie. Nur wenn einer meint, seine Meinung wäre so superklasse, dass man alle anderen direkt verbieten kann, dann hat das mit Demokratie nichts zu tun. Und wenn dann ein Lied auf den Markt kommt, das so dämlich ist, dass man es gar nicht mitsingen kann, ja, dann machen wir halt einen neuen Text, oder? Neulich im Gürzenich, da stand ein Mann, hat eine rote Jacke an. Komm mal her, sagte er zu mir, trink doch eine mit. Und nach 5 Bier sah der so richtig glücklich aus. Dann holte er aus der Jacke ein Foto raus. Guck dir das mal an, damit du siehst, was ich bin und was du nicht bist. Ich bin ein Funk. Und meine Tanzmarie heißt Jutta und die ist ziemlich gut im Futter. La 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 Jutta, la 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 la. Ich bin ein Funk und meine Tanzmarie heißt Carmen. Die kennt beim Tanzen keiner Barmen. La 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 Carmen, la 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 la.
ich bin ein Funk. Und die Marie, die heißt Konstanze. Ja, die kann Poppekarte tanzen. La 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 la, Konstanze. La 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 la. Was meint ihr, wie viel Strophen wir da bis Aschermittwoch zusammenkriegen? Ich schreibe ja jeden Tag eine neue. Klappen nicht alle, gestern die war nix, gestern die war so. Ich bin ein Funk und meine Tanzmarie heißt Uschi. Jetzt sing ich besser nicht mehr weiter. La 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 la. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass wir wieder Karneval feiern können. Ich finde das so toll. Das sind keine 1,5 Meter Abstand hier, das ist toll, ich finde das großartig. Aber es gibt auch in dieser Session immer wieder melancholische Momente, Momente, wo man nachdenklich wird, wo man sich fragt, machen wir alles richtig? Aber dann stehe ich am Auto oder im Foyer und da kommt ein kostümierter Mensch auf mich zu und sagt, Mensch, Bernd, danke, ich habe so lange nicht mehr vernünftig gelacht, das hat richtig gut getan. Dann denke ich, wir machen schon ziemlich viel richtig. Aber dieses neue Lied... Mein neues Lied für diese Session hat auch eine nachdenkliche Seite und trotzdem ist es vielleicht jetzt schon mein Lieblingslied. Und am Ende kommt es bei einem Karnevalslied ja nur auf eins an. Können die Jecken am Ende mitsingen? Mal ausprobieren. Und bei diesem Lied habe ich Unterstützung. Nicht nur von dem wunderbaren Orchester Markus Quoth, sondern auch von einem unglaublich netten jungen Mann aus der Weltelite der klassischen Musik. In der Bahnhofsgaststätte sitzt seit Stunden schon ein Mann. Adrett gekleidet mit Krawatte sitzt er da vor seinem Bier. Er sieht fast erfolgreich aus, er hat einen teuren Anzug an. Aber um 11 Uhr vormittags, mein Gott, was macht er denn jetzt hier? Am Tresen steht der alte Kerl, er steht da wie an allen Tagen. Er sieht den grauen Mann und er geht lächelnd auf ihn zu. Er sagt, ich muss dir heute mal was ganz Wichtiges sagen. Tu mir bitte den Gefallen und hör mir einfach zu. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Keiner von uns kommt hier lebend raus. Also liebe, leide, lache, du kannst heute alles geben. Spar nicht einen Moment für irgendwann später auf. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend, lass es krachen, lass es beben. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. Sie feiert ganz allein Geburtstag, 52 Jahre. Soll's das jetzt schon gewesen sein, da ist Melancholie. Es sagt sich so leicht, von der Wiege bis zur Bahre. Sie steht nicht mehr am Anfang, nein, sie nähert sich dem Ziel. Sie hält den Schlüssel im Schoss, er steht mit Blumen vor der Tür. Er lächelt fast so schüchtern wie vor 23 Jahren. Er sagt, ich freu mich unbändig auf die Zeit mit dir. Ach ja, und da gibt's eins, das möchte ich dir noch sagen. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Kommt hier Leben raus. Also liebe, leide, lache, du kannst heute alles geben. Spar nicht einen Moment für irgendwann später auf. Du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend, lass es krachen, lass es beben. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist. Du bist nicht des Lebens fette Beute. Der Tag, was Neues zu beginnen, der ist gerade heute. Versuch doch nicht dem Leben mehr Jahre zu geben. Gib den Jahren, die jetzt kommen, mehr Leben. Thank you.
schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend, lass es krachen, lass es gehen. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. Was für ein toller Auftritt. Zum einen natürlich Bernd Stelter. Und dann haben wir heute hier an seiner Seite Alexei Semenenko, geboren in Odessa in der Ukraine. Er hat Musik studiert, Violine studiert an der Musikschule für Musik und Tanz hier in Köln und viele, viele Preise gemacht in New York, in Paris, in Brüssel und auch in Petersburg. Lassen wir diesen beiden ausrufen. Dreimal von Hetze, Köln. Alexei Semenenko. Bernd Stelter. Herzlichen Dank. Dankeschön. Liebe Freunde, seit 30 Jahren machen Sie Rockmusik, seit 22 Jahren auch im Kölner Karneval. Seid ihr fit für 5 kölsche Jungs? Hier kommt Brings! Quetsche, quetsche, KVB. Bütchen, Rüstler und Luschel. Wenn der Ruskus viele fällt, der dreht sich immer bigger um den Ingen Korn. Ich weg dein Klopp, denn wir sind Kölsche, Kölsche. Und das ist, was du kriegst, wenn du bei uns bist. Wenn du bei uns bist, wir sind gefährlich, ehrlich. Und wir sehen auch echt, wie das Kölsch in unserer Fleisch. Denn wir sind Kölsche, Kölsche. Und das ist, was du kriegst, wenn du bei uns bist. Wenn du bei uns bist, wir sind gefährlich, ehrlich. Und wir sehen auch echt, wie das Kölsch in unserer Fleisch. Wir singen oh, 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 oh. In der Meierin, Kölner Lichter jägen so ne Schien. In der Kölner Arena stehen, wir wollen eure Hände sehen. Es zieht sich immer weger um den Ring im Korb. Ich bin bekloppt, denn wir sind Kölsche, Kölsche. Und das ist, was du kriegst, wenn du bei uns bist. Wir sind gefährlich, ehrlich. Und wir sehen auch echt, wie das Kölsch in unserer Fleisch. Wir singen oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir danken euch.
Unterricht, das war nix für mich, denn Mensch braucht die Jobbe doch nicht. Sprechend und Licht hätte man mir gesagt, die Zeugnis, das wird keine Hit. Ich sprech doch nur mein eigenes Sprach, muss nicht, was ich von mir fühl. Zu bieten hat. Köln! Brings! Festkomitee! Herzlichen Dank! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, 200 Jahre Kölner Karneval ist, glaube ich, der richtige Anlass, Ihnen den Neunertanz zu präsentieren. Rinmelisch! Damen und Herren, hier auf der Bühne sehen Sie ein sehr seltenes Bild, denn Köln hat 9 Traditionschors und die Tanzpaare stehen in dieser Jubiläumssession 200 Jahre Kölner Karneval gemeinsam auf der Bühne. We'll be right back.
Tolle tänzerische Leistung. Was für ein tolles Bild. Herzlichen Dank und gewähren Sie unserem fantastischen Neunertanz einen Ausmarsch durch Ihre Mitte. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, ich darf euch jetzt eine Musikgruppe ankündigen, die seit 11 Jahren schon im Kirchenforstelehr unterwegs sind und jedes Jahr tolle neue Melodien uns kreieren. Hier kommt Lupo! Wunderschönen guten Abend zusammen. Wir grüßen euch ganz, ganz herzlich. Wenn ihr wollt, dann hakt euch doch gerne rechts und links ein und wir schunkeln ein wenig gemeinsam. Ich darf euch jetzt ankündigen,
einen Redner und da weiß man nie, ist es eine Person, sind es zwei Personen. Hier kommt Klaus und Willi. Lavend. Nein, wie man hier richtig sagt, faste Lorven, Susanne. Ja. Und du? Ja, ich gehe davon aus, dass du auch noch was sagst. Wieso? Ja, was man halt sagt zur Begrüßung. Wenn es bei euch zu Hause an der Tür klingelt und du machst auf, was ist das Häufigste, was du da hörst? Kannst du Paket annehmen für Nachbar? So, was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Ja, ich muss dich entschuldigen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen von gestern Abend. Was war gestern Abend? Da haben mich drei Kerle fertig gemacht. Drei gegen einen? Ich hatte keine Chance. Hast du den Namen gemerkt? Ja, Johnny Walker, Jim Dean und Captain Morgan. Wusstest du? Wusstest du? Ich habe mich schon gewundert. Nein, tatsächlich, sein Vater hatte gestern Geburtstag. Ihr wart irgendwo essen, ne? Ja, dein Spanier. Und, wie war's? Peinlich. Wieso? Ja, irgendwann schreit mein Vater quer durch die Hütte, ey Kellner, die Suppe ist eiskalt. Ich sag, Papa, das ist Gazpacho. Oh, sagt er, Entschuldigung. Ey, Gazpacho, die Suppe ist eiskalt. Ich muss mich immer wieder entschuldigen. Das ist halt das Problem, ne? Der hat eine große Klappe, der ist nicht ausgelastet. Er schaut allerdings auch sehr viel Fernsehen. Ich guck nur Dokus. Hast du dir die Weltmeisterschaft angeschaut? Nee, ich habe Weihnachten gefeiert. Ich weiß nicht, gab es überhaupt irgendeinen Fußballfan in Deutschland, dem es gefallen hat, dass in der Weihnachtszeit WM war? Ja, den Schalkern. Wieso den Schalkern? 2 Monate lang kein Gegentor. Bist du bitte ein bisschen aufhören damit? Entschuldigung. Aber tatsächlich, das Schlimme ist, so redet er auch mit seinen Mädels. Ich muss es leider so sagen. Er hatte schon mehrere Freundinnen, keine ist länger geblieben als ein paar Tage. Ich hatte immer ein bisschen Pech mit den Frauen. Meine erste Freundin war älter als ich, die hat mich verlassen, weil ich zu wenig Geld hatte. Hast du ihr nicht verraten, dass du einen stinkreichen Patenonkel hast? Doch, und jetzt ist sie meine Tante. Aber du hast jetzt eine Freundin, ne? Ja. Hat die dich nächste Woche Geburtstag? Ja. Dann gebe ich dir einen Tipp. Schenke ihr genau das, was sie sich wünscht und du hast gewonnen. Ja, das ist ein Problem. Sie wünscht sich einen Push-Up-BH. Ah. Und du weißt jetzt nicht, was ein Push-Up-BH ist? Doch, sicher weiß ich das. Das ist sowas ähnliches wie eine Chipstüte. Chipstüte? Ja, dann öffne und denk, na, was ist das denn? Ist ja doch halb voll. Und wo ist dann das Problem? Ich kenne ihre Größe nicht. Mein Gott, dann schnapp dir einen BH, wenn sie nicht da ist. Da ist hinten ein Schildchen drin. Ja, kenne ich von meiner Mutter. Siehste. Und da ist eine Zahl drauf. Das ist der Brustumfang. Ja. Und dann ist da noch ein Buchstabe. A, B, C und so weiter. Das ist die Körbchengröße. Was? Ich schmeiß dich weg. Was ist los? Meine Mutter hat unterschiedlich große Brüste. Ist das so? Ja, bei ihr steht drin C und A. Ich bin zu alt. Ich merke das auch im Alltag, gestern in der Küche, mir fehlte eine Zutat, ich gehe runter in den Keller, komme unten an und wusste nicht mehr, was ich da wollte. Das ist nicht lustig, das ist peinlich. Och, mach dir nichts draus. Das passiert anderen auch. Anderen? Ja. Joachim, das kannst du toppen, ne? Der Joachim, ja, der hatte im Oktober einen Termin in der Autowerkstatt zum Reifenwechsel. Und den hat er verpennt. Nee, da war so schönes Wetter, da ist er den Fahrrad hingefahren. Hör mal, kannst du dich bitte etwas zurückhalten, ein bisschen mehr Respekt? Der Joachim ist hier seit Jahren Sitzungspräsident. Oh, toll. Mein Gott, wie bist du denn an den Posten gekommen? Nach unten getreten oder nach oben geschlafen? Vorsicht, der Mann ist Anwalt. Ach, er hat es eingeklagt. Nein. Nein, er kann einfach gut reden. Ja, reden kann er, das stimmt.
Zu Weihnachten standen bei ihm vor der Tür zwei von diesen Zeugen Jehovas. Da hat er eine halbe Stunde mit denen diskutiert. Und als sie wieder gingen, waren sie Atheisten, Mitglieder in seiner KG und haben doch den Müll mitgenommen. Zack! Ganz ehrlich, ja, und wenn man sowas hört hier, dann denkt man, das ist die Generation, die mit der Cannabis-Legalisierung klarkommen soll. Cannabis. Ja, falls du das nicht weißt, Cannabis wird im Moment in Deutschland wo von Medizinern verschrieben. Ja, von den sogenannten Kifferorthopäden. Und das ist auch die Generation, die das mit dem Gendern hinkriegen soll. Ach, da ist es wieder mein Lieblingswort, Gendern. Es geht um Gleichberechtigung, dass wir die Frauen endlich mal in der Anrede vernünftig berücksichtigen. Wir sagen MitgliederInnen, MitarbeiterInnen. In den Nachrichten heißt es liebe ZuschauerInnen. Das lachen wir in Nordrhein-Westfalen doch schon lange. Ehrlich? Ja, im Ruhrgebiet hat man immer schon Sätze gehört wie: Das ist der Anita, ihr sein Auto. Ich sage, der macht mich wahnsinnig. Ganz ehrlich. Und ich mache mir wirklich Sorgen um seine Zukunft. Warum? Ja, sag den Leuten mal, was du beruflich machen willst. Ich will Medizin studieren und Arzt werden. Arzt? Notarzt. Auf dem Krankenwagen sitzen und mit 180 durch die Innenstadt brettern. Nee. Das machen die nicht immer? Nein. Nein, weil es gefährlich ist. Wie gefährlich? Ja, bei uns in der Siedlung ist letztens jemand von einem Krankenwagen angefahren worden. Ja, das nennt man Neukundenakquise. Warum? Da musst du dich tuschen, da musst du dich tuschen. Warum gehst du nicht einfach in die Pflege? Pflege? Ja, in der Pflege werden händeringend Leute gesucht, ne? Sodass die jetzt schon Seiteneinsteiger beschäftigen. Was ist das denn? Das sind Leute, die mal einen anderen Beruf gelernt haben und die umgeschult werden. Ach, die kannst du alle vergessen. Bei uns im Krankenhaus wurde eine Stelle schon dreimal neu besetzt. Nur Kranken. Was heißt das? Ja, der erste kam aus der Hotelbranche. Der hat zu den Patienten immer gesagt, Frühstück ans Bett kostet extra. Der zweite war Ausbilder bei der Bundeswehr. Der hat um 6 Uhr die Türen aufgerissen und geschrien, in 3 Minuten will ich hier keinen mehr im Bett sehen. Zack, 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 zack. Aber der Bekloppteste war der dritte. Der hat früher bei DHL gearbeitet. Und wenn die Patienten sich geweigert haben, ihre Tabletten zu nehmen, hat er die einfach den Nachbarn eingeworfen. Komm, jetzt sieh doch mal zu, dass du fertig wirst. Was? Du sollst zusehen, dass du fertig wirst. Warum? Mir gefällt's hier. Das ist schön, aber wir müssen trotzdem gehen. Wieso? Weil es weitergehen muss. Ich will doch nicht gehen, du musst aber gehen. Ich kleb mich an der Bühne fest. Nein, du sagst jetzt auf eine nette, elegante Art und Weise Dankeschön. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Fliegpost. Nein, ich find's gut. Aber ganz im Ernst, ich hab das nicht verstanden, warum dieses Lied im letzten Jahr so erfolgreich war. Also hier in Köln haben sie schon eine Spezialversion. Hier in Köln singen sie, mir sagen, du kannst gehen, tschüss, Herr Kardinal Wölki. Du hast bei uns gar keine Freunde. Vorsicht. Wieso? Ja, ich muss den Hintergrund erklären. Er war tatsächlich bei dem legendären Gottesdienst im Dom dabei. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen. Gottesdienst im Dom. 10 Messdiener haben plötzlich dem Wölki demonstrativ den Rücken zugedreht. Ich musste so lachen. Wieso? Einer von denen hat noch die Mikrofonanlage sabotiert. Und damit die Leute das merken, hat der Wölki ganz laut gerufen, mit dem Mikrofon stimmt was nicht. Hat die Gemeinde geantwortet, und mit deinem Geiste. Es war uns eine Ehre, heute dabei gewesen zu sein. Euch allen noch einen traumhaft schönen Abend hier in Gürzenich. Danke und tschüss sagen Klaus und Willi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine tolle Rede haben wir hier dargeboten bekommen. Nicht nur toller Wortwitz, sondern auch eine fantastische Bauchrednerkunst von Klaus Rupprecht. Auch Klaus und Willi Drehmer von Hetze Kölle. Klaus Rupprecht. WDR. Herzlichen Dank und tschüss.
Liebe Freunde, seit 50 Jahren sind Sie der musikalische Botschafter Kölns und Sie bringen Lebensfreude, kölsche Lebensfreude in jeden Winkel unserer Republik. Freuen wir uns auf die Höhner! Einen wunderschönen guten Abend, Lefjacke. Geht's euch noch gut da unten? Das ist wunderbar, endlich wieder Fastelabend. Vielleicht habt ihr es schon vernommen, die Höhner haben weiblichen Zuwachs bekommen. Unsere tolle Prinzessin. Pass auf, Prinzessin. Das Krokodil will dich fressen. Du stehst an der Tee mit den Schmetterlingsflügeln. Und all die Typen neben dir sind kaum noch zu zügeln. Der Bär ist am Luchen, ob die der Kulte und ob der Zombie dann neben, hätte er kaum all verdreht, wo wie. Ich will nicht, dass du jetzt gehst. Der Blöd und doch der Supermann lure dich an sich Stunde. Du bist so wunderschön, ich glühwisch an Fieber, 40 Grad mindestens, und den ist ein Pott, die bist bestimmt mit dem Fieber. Und du holst nur ein bisschen, dann zum Trinken, aber der kommst du da hin, geht nicht ab mit dem Winkel, oh wie. Ich will nicht, dass du jetzt gehst, ich will nicht, dass du jetzt gehst. Panzerknacker und Skelett, Hulliger nur mit Bieren weg. Alle kennen die Situation, egal aus welcher Himmelsrichtung man Richtung Köln fährt, erstrahlt immer am Horizont die wunderschöne Silhouette unseres geliebten Doms. Dieses Gefühl haben wir natürlich in einem Lied eingefangen, was wir jetzt für euch spielen möchten, denn ich denke, jeder Einzelne hier in Gürzenich hat diese eine schönste Straße, die nach Hause führt. Die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Hus. Ich war in Rom und in Paris. Mich triefet Fernweh dahin, wo de Welt am Eng ist. Ich wollte Russ, an gesögn um Glück. Doch irgendwann trocket mich dann wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich den von wegen so han ich gewusst, die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf Minger Reis, die führt nach Hus. Ich han ne Welt gesehen, komm nirgends an. Ich fuhr mit'm Rucksack voller Träume vor der Ozean. Immer allein, da wurd mir klar, dass all mein Sehnsucht noch ne Fan noch hinten war. Und jedes Mal, wenn ich den Dom von wegen sah, hab ich gewusst, die schönste Straße und Klingel ist. Thank you.
schönste Straße am Ringer Hengst, die führt nach Huss. Die schönste Straße am Ringer Hengst, die führt nach Huss. Vielen Dank. Liebe Freunde, die Höhner seit 50 Jahren Glanzlichter im Kölner Karneval. Drehmer von Hetze, Kölle. Die Höhner. Festkomitee. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freunde, wir erwarten jetzt das Kölner Dreigestirn 2023. Rindisch. Ja, liebe Freunde, 200 Jahre Kölner Karneval. Und ich darf Ihnen die Drehens Fürstelle in der Mitte, seine Tollität, der Kölner Prinz Boris der Erste, Boris Müller. Nur ein einzig Mal, ein Schmucker Prinz im Karneval. Dann wird es so, Prinzessin mein. Das wäre so wunderschön, das wäre zu schön, um wahr zu sein. An seiner rechten Seite die Symbolkraft der Wehrhaftigkeit unserer Stadt, unser lieber Kölner Bauer Marco, Marco Schneefeld. Ja, und das Schönste verwahrt man sich natürlich für das Ende auf. Und unser lieber André Fahnenbrook hat gesagt, welchen schönen Namen nimmst du als Jungfrau? Und da hat er sich natürlich die Gründerin unserer Stadt ausgesucht, der Agrippina, unsere Jungfrau Agrippina. Liv Fastelovens Jecke, Liv Fastelovens Freunde, Liv Mädchen, Liv Junge, hier bütet ich und auch daheim an der Flimmerkiss. Hier steht es jetzt zum letzten Mal in dieser Session. Ihr Kölsches Dreigestirn 2023. Wir drei, wir freuen uns wie Eck, hück Abend noch uns bei euch zu sehen. Oder der Heim an der Flimmerkiss, denn wir haben gesehen in der letzten Woche und Mond, was wir vermissen. Unser Fastelovend ist zurück in unserer Stadt und endlich können wir sagen, es ist wieder Karneval in Köln. Applaus 200 Jahre Kölner Karneval, auf kurz oder quer. Das ist aktuell noch das Motto. Und wenn wir gesehen haben, wie die Kölnerinnen und Kölner in den letzten Wochen dieses Brauchtumsfest wieder gefeiert haben, dann wissen wir drei eins ganz gewiss, dass unser Fastelovend auch die nächsten 200 Jahre überstehen wird. Unser Fastelovend wird niemals ungejohn. Zu unserem Fastelovend gehört natürlich auch die Rede. Und wir möchten heute Abend an einen Redner ganz besonders erinnern, der dieses Jahr bereits seinen 10. Todestag hat. Die Rede ist von Hans Hachenberg, der Doof Nuss. Und ich darf Sie bitten, für einen kurzen Augenblick zuzuhören und wir
lassen Hans Hachenberg noch einmal heute Abend zu Ihnen und zu uns kommen. Als minge Mam und minge Pap frisch vor Hirot woche, da hatten se de edste Wohnung am Bahndamm. Jede Morje halver sechs floch bei denne am Schlafzimmer finster der Schnellzug Paris Nippes vorbei. Da flochen sie beid Suhu an de Deck. Der Pap sät immer, da war zu früh für ob zu stonn und zu spät für noch ins Inze schlafe. Der erforlisch, jetzt sind wir Arpens. Der Pap sät, dat hört mir jetzt selber ob. Auf morje schlaf ich um Speicher. Sät de Mam, jo die Idee, wenn du meinst, dat dat jetzt nütz, komm ich mit. Hätte aber nix genütz. Wir müssen noch 3 Rate an der Hebamme bezahle, dann gehört der Kleinste auch uns. Letztes Jahr Weihnachten wird schön. Mein Schwester Ludmilla hätte neu heiß Höschen kriegen. Dem Opa hammert Luftkissen neu upgeblase und ich wollt e Fahrrätsche han. Christe nit, säte Mam, ist zu dür, wünsch da jet anderes. Ich sag, Mami, dann wünsch ich mir mit dir einmal Mama und Papa zu spille. Jung, dat darfste. Ich de Treberup hier jange in et Schlafzimmer. Ich dem Papa singe neue dürre Anzug an je trocke. Ich de Treberaff, ich sag Frau, trägt er jetzt an, mir jon dem Jungen ein Fahrrätsche kaufe. Ja, die Fasselobens Jecke, die Fasselobens Familie hier in Kölle. Ja, jeder seiner Reden endete dann von Hans Hachenberg mit dem legendären Ausspruch, Matisch im Leffe, stets viel Freud und niemals Verdruss. Da zählt ich von Hetze über Dusfnuss. Und dieser Satz ist über 70 Jahre alt und er passt wie kein zweiter so wunderbar herrlich auch in die heutige Zeit. Verdruss, dat mache dat Russe, ein paar Jecke, ein paar Bekloppte. Mir Kölsche machen uns circa paar Wochen endlich wieder viel Freude im Fasteleer. Und das ist das, was wir vermissen. Schön, dass wir heute Abend bei Ihnen und bei euch sein dürfen. Aber neben der Rede und den Tanzgruppen und den Traditionschors und den Bands gehört natürlich auch die Kölsche Mundart und die Kölsche Ledscher dazu. Und gerne präsentieren wir Ihnen jetzt ein weiteres Medley des Kölner Dreigestirns der Session 2023. Musik, bitte ab. Verdammt lang her, da ich fast alles ernst nahm. Verdammt lang her, da ich an jetzt hier glöf. Und an der Schock, wie dann das ob mich so kommt. Mehr
merkwürdig hoch, so manche hat's lange elf. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Hab ich sie jetzt eigentlich kapiert. Lief-Hasselhoffens-Jecke, Lief-Hasselhoffens-Freunde, Lief-Mädcher, Lief-Junge, das war euer Kölner Dreigestell-Session 2023. Wir haben viele, viele hunderte Auftritte erlebt. Wir haben jeden einzelnen sehr genossen. Freuen uns jetzt auf ein paar Tage Ruhe ab Aschermittwoch. Bis dahin, alles, alles Gute. Wir freuen uns, dass wir für Köln dieses Amt Prinzbaujungfer ausüben durften und freuen uns, heute mit Ihnen nochmal ausrufen zu dürfen, mit dreimal verletzte Köln, Jützenich und WDR. Herzlichen Dank, lieber Joachim, dat Wort. Herzlichen Dank für euren Besuch. Dankeschön. Liebe Freunde, Sie feiern dieses Jahr ein Jubiläum, nämlich 40 Jahre. Aber Sie waren, glaube ich, noch nie so jung und dynamisch wie die letzten Jahre. Hier sind die Papayer! Die Papayer begrüßen die ganze Fastelovens-Jacke in Jötenich. Lovens zusammen! Lass mal jetzt vieren, lass mal jetzt tanzen, ihr könnt Hunger, Hunger! Der Counter läuft wie im Alarmat, jetzt werdet los, wir haben so lang gewartet. Hunger, 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 hey, wir machen uns bis morgen.
bedanken uns bei Ihnen zu Hause, dass Sie eingeschaltet waren bei der Fernsehsitzung Karneval in Köln, des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Wir sagen auf Wiedersehen, aber jetzt feiern wir weiter mit den paar Meiern, denn wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Wir sind nicht krank in Weltstadt, das ist uns scheißegal. Doch ich triff sich ja dann alle Welt, das ist bei uns normal. Und mitten drin, da steht er, schon 20.000 Jahre. Er weiß genau und steht ab, die blieb so diese Woche. Mit euch. Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Wir sind stolz darauf, vor uns kennt keiner Pläne. Du triffst sie an jeder Ecke, die ganz besondere Jäger. Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Wir haben die Kölsche Klingel, der ist uns oftmals recht. Durch die Stadt läuft grau und dreckig, der Ring so singe weg. Ein Kölsche Schlüssel, niemand still, denn immer was zu sehen. Doch der Hauptsache ist es, es ist schon, und davon haben wir viel. Oscar, I'm ready. Ja, wir sind